Jetzt, Chat, wünsche ich euch, jetzt sagt man gar nicht, sagt man immer nur in Berlin, ne? Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Find the Pro. Wie gesagt, ich weiß, wer der Pro ist. Ich werde mich zurückhalten. Ich werde trotzdem normal reagieren, als ob ich es nicht weiß. Ein auf den. Genau, viel Spaß mit der Folge. Und Leute, lasst wirklich gerne, lasst ein Follow da auf korrekt, auf Liebe. Wenn ihr ab und zu mal meine Videos schaut auf meinem Reaction-Kanal, auch wenn ihr sogar auf meinem Reaction-Kanal einen schlechten Kommentar immer abgibt oder hatet oder negativ, gar kein Problem. Aber lasst den Follow da. Dann bekommt ihr immer mit, wenn ihr bei mir einen schlechten Kommentar abgeben könnt. Ist doch auch gut, oder? Von daher lasst wirklich Liebe da. Wir gehen rein. Nimm deine Schuhe mit, ich will dich heute abziehen. Wenn du dich traust, lass uns Mann gegen Mann spielen. Tempo, First Touch, rausrücken, Antrieb. Vielleicht landest du auch mal bei FC Levante. Hi, Delo, zeig uns dein Niveau. Heute ist Hi, dein Delo. Hier bei Find the Pro. Freunde, neues Normal. Nimm deine Schuhe mit, ich will dich heute abziehen. Wenn du dich traust, lass uns Mann gegen Mann, Mann spielen. Gehen. Tempo, First Touch, rausrücken, Antrieb. Vielleicht landest du auch mal bei FC Levante. Hi, Delo, zeig uns dein Niveau. Heute ist deine Show, hier bei Find so, the Pro. Wir gehen rein. Freund, Berlin Edition, alles weitere erklärt. Diarre. Ein neues YouTube-Video, ihr seht es schon, heute überragendes Wetter in Berlin. Wir drehen heute wieder eine Find the Pro-Folge. Heute wieder eine Weltklasse-Jury mit am Start. Die Konstellation, wie sie zusammengestellt ist, hatten wir so noch nie dabei. Ich freue mich unglaublich auf diese Folge. Wird mit Sicherheit wieder sehr unterhaltsam, sehr, sehr cool. Ich bin rüber geguckt. Wir haben tatsächlich ein 1:10. Das bedeutet bei mir, wenn ihr jetzt hier drinnen bleibt, ihr seid 1 Stunde 40 oder 50 bei mir hier gefesselt. Ja, ihr seid 1:40, 1:50 ungefähr bei mir gefesselt. Oder vielleicht auch 2 Stunden. Also wenn ihr das schafft, das ist wie ein Kinofilm. Ihr müsst euch das so vorstellen, jeden Donnerstag kommt ihr hier rein, es ist wie ein Kinofilm. Als ob ihr gerade so zu Hause seid, auf der Couch oder irgendwo, lehnt euch zurück, holt euch Popcorn und schaut euch einfach so entspannt diese Folge jetzt hier an. Digga, ich kann nicht mehr. Einen sehr spannenden, maskierten Spieler mit dabei. Bin extrem gespannt auf diese Folge und deshalb gehen wir direkt mal rein ins Video. Mein Name ist Sia, ich mache alles so rund um das Thema Fußball und neben mir ein Mann, der schon ein paar Mal dabei war. Ja, Schuri, Alter. Den tipp ich von unten an. Ist der hässlich mit seiner Mütze. Bei 30 Grad. Elim, zieh die verdammte Mütze ab. Hey Friede, Ex-Fußballprofi. War schon ein paar Mal dabei und freue mich jedes Mal aufs Neue. Ja, Leute, wieder Kamari, Content Creator. Und was soll man sagen zum Format? Einfach geil. Hoffentlich wird es immer bleiben. Dankeschön, dass ich dabei sein darf. Erfinder von Nein Niemals. Mann, Junge. Mann, Digga, was für eine Nervensäge. Wie kann man so nerven, ja? Schöne Alter. Hallo. Content Creator. Und was soll man sagen zum Format? Einfach geil. Hoffentlich wird es immer bleiben. Dankeschön, dass ich dabei sein darf. Erfinder von Nein Niemals. Mann, Junge. So eine Nervensäge. Hallo, ich bin Kevin Panowitz, ehemaliger Fußballspieler. Ich trainiere die zwei neben mir. Und achso, die auch, ja. Aber die ist leider selten da, weil er macht so viel Find the Pro. Aber ja, ich freue mich hier sein zu dürfen, wieder mal. Wurde oft angefragt, konnte oft nicht. Aber jetzt bin ich da und kann gerne losgehen. Yes, Freunde, jetzt haben wir die Jury komplett. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr coole Jury. Nochmal kurz zu den Buzzern, das habe ich ja schon im Intro gesagt. Das ist ein Safe Buzzer, nochmal ganz kurz zur Erklärung. Also es ist kein Niemals, Nein Niemals Buzzer, sondern schade. Mit dem Buzzer können wir stell natürlich... Stell dir vor, es würde einen Button geben. Mit, du drückst drauf, nein, niemals. Das wäre krass. Willkürlich einmal pro Folge und auch nur eine Person immer. Bruder, normalerweise, Kahn, ich habe das bei der Folge in. Gute Frage. Ein Zuschauer schreibt, auch für die Leute, die die Reaction danach sehen werden: Bilo, eine Frage. Wieso redest du vor Ort nicht so, wie du im Stream redest? Kein Hate. Beantworte ich dir, Bruder. Ich habe in Herzogenaurach, wo ich auch in der Jury saß, mit Dia, Willi, Sydney und Eli, habe ich. Oder war ich so, sage ich jetzt mal, wie ich bin oder war. Und ich habe sehr viel eklige Kommentare abbekommen in den Kommentaren unter dem Video. Und ich wollte einfach mich in dieses Mal ein bisschen zurücknehmen. Ich wollte einfach ein bisschen
ruhiger das Ganze angehen, ja, weil ich keinen Bock hatte und keine Kraft hatte für diese ganzen ekligen Kommentare. Deshalb dachte ich mir, ich werde einfach diese Folge jetzt einfach ein bisschen wirklich, also wenn ich was sage, dann wirklich konstruktive Kritik und nicht irgendwie komplett auseinandernehmen. Ich sag trotzdem immer ehrlich meine Meinung, ne? Aber ich wollte mich einfach, ich hab's auch in der Folge gesagt, ich wollte nicht einfach jemanden jetzt da bloßstellen und sowas alles. Deshalb war es in dieser Folge so. Aber es berechtigte Frage, Kahn. Weil nicht, dass jetzt manche denken, irgendwie, guck mal, Bilal ist vorm Stream so und dort vor der Ort bei der Jury so. Nein, in Herzogenaurach war ich genauso, wie ich hier im Stream sitze. Und Bruder, ich hab richtig einen auf den Deckel bekommen. Einen Spieler für eine weitere Runde safe, wenn wir den unbedingt weitersehen wollen. Deshalb. Auch wenn er zum Beispiel im Stechen oder sonst wo verliert. Das nochmal ganz kurz zur Erklärung und jetzt kommen wir zur Spielervorstellung. So, wir gehen rein. Ich liebe sowas, ne? Was ist jetzt los? Alter, guck mal seine Beine. Sydney? Mir? Oh, ja. Hallo Leute, ich bin Michael. Michael ist mein Spitzname. Ich bin 28 Jahre alt. Ich habe in der... Einer schreibt, du hast vorher geguckt. Lack, ich sitze da in der Jury. U19, 2 Jahre... Ich sitze da in der Jury, Bruder. Ich kann nicht mehr. Ich habe beim TSG Hoffenheim gespielt und dann 3 Jahre in der dritten Liga. Momentan spiele ich in der ersten Liga in Österreich bei Rapid Wien. Ich glaube, 1 bis 2 Leute würden mein Gesicht erkennen, deswegen spiele ich heute mit der Maske. Ich werde heute nicht wie andere es tun, viel reden, sondern werde einfach Fußball spielen und Spaß haben. Okay, Michael, Michael, dankeschön, Musti, für den Prime. Ja, hi zusammen, ich bin der Dennis, bin 23 Jahre alt, spiele auf dem rechten Flügel und spiele für die U21 vom HSV. Okay. Rufus, danke schön, Bruder, für 6. Hi, ich bin der Yassin Buziri, ich bin 17 Jahre alt, linker Flügel und spiele Fortuna Düsseldorf U19. Ich muss ehrlich sein, ich habe die ganzen Vorstellungen, also die ganzen Tricks in der Vorstellung habe ich nicht gesehen. Warum? Weil ich zu spät gekommen bin. Ja. Jungs, ich reacte jetzt so, als ob ich da nicht sitze. Als ob ich nichts weiß. So reacte ich. Okay. War okay. Fortuna Düsseldorf ist immer so, da bin ich, sage ich schon mal so, Fortuna Düsseldorf, ich bin einfach zu spät gekommen. Ist realistisch. So U19, U17, sowas ist immer realistisch, wenn man sowas hört. Hi Männer, mein Name ist Sefa Kahraman, bin 7. Skopje! 20 Jahre alt, Innenverteidiger und spiele für FK Rabotnički Skopje. Okay. Diese Vereine sind halt immer wild, ne? Da weiß man immer gar nicht, was soll man da sagen? Hallo zusammen, mein Name ist Julian, ich bin 17 Jahre alt und spiele auf dem linken und rechten Flügel für FC St. Pauli. Ich mach doch extra Oni, Bruder. Ich sag doch, ich tue so oder ich reacte so, dass, als ob ich nicht in der Jury sitze. Ich sag's doch zum dritten Mal, mein Bruder. Alles gut, Habibi, gar kein Problem. Hallo zusammen, mein Name ist Julian, ich bin 17 Jahre alt und spiele auf dem linken und rechten Flügel für FC St. Pauli U19. Bruder, was war das für ein Around the World? Nicht schnell. Ich bin Conde, 21 Jahre alt und ich bin Innenverteidiger bei der U23 von Hertha. Statur hat er auf jeden Fall schon mal. Was geht, Männer? Ich bin Emil Kuse, ich bin 20 Jahre alt. Und dann kommt wieder jemand, der will mir weismachen, der spielt bei Sivasspor. Da kommt dann wieder jemand an, mein lieber Bro Ümit
und sagt, er spielt bei Sivasspor. Ach, ich kann das nicht mehr, ja. Und ich spiele bei Sivasspor. Ist das geisteskrank. Als Achter und Zehner. Obwohl es clean aussieht, aber trotzdem. Bruder, Sivasspor ist erste Liga. Und sogar gut. So, Freunde, jetzt haben wir uns mal alle angehört. Rein optisch immer, wer so nach Fußball aussieht. Panne, willst du mal anfangen da hinten? Ja, sehr gerne. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Mr. Mystery mir anschaue, sieht auf jeden Fall sehr stabil aus, was er für Beine mitbringt. Das sind bis jetzt, glaube ich, mit Ümit, glaube ich, die Besten, die hier auf dem Platz stehen. Ja, Bilo seine sind auch nicht schlecht, aber die Beine sehen nochmal besser aus. Stark. Boah, meine sehen absolut Quatsch aus. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt, zu sagen, meine sehen gut aus, meine sehen mies nicht gut aus. Ich hab der Oberschenkel. Stark. Das sind also, ich würde jetzt, wenn du mich fragst, gehe ich mit Mystery und Ümit. Sieht gut aus. Ja, Bilo, was sagst du? Boah, ich würde erstmal vorab sagen, ich kenne einen auf jeden Fall. Ja. Same. Damit nicht irgendwie danach irgendwas so heißt. Ja. Und ich wollte noch eine Sache sagen. Ich hatte manchmal jetzt zwar, ich will nicht, dass die Leute das irgendwie persönlich nehmen, wenn man über Fußball was sagt. Und meine Meinung muss auch nicht richtig sein, meine Meinung muss auch nicht stimmen. Jeder hat eine andere Meinung. Und bitte nichts irgendwie persönlich nehmen, das ist einfach nur über Fußball, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Aber ich gehe mit, ich würde auch mit Mystery, sieht sehr stabil aus. Aber ich finde auch rechts hinten sieht gut aus, muss ich sagen. Sieht auch wie Fußballer aus, auch sehr fokussiert, irgendwie so ernst ein bisschen. Boah, der hat einen Todesblick. Guck gar nicht in die. Ist da? Wir haben ihn zum Lachen gebracht. Yeah! Ja, ich gehe auch mit den beiden. Stefan sieht sehr interessant aus, Skopje. Ja. Ich bin mal so ein. Ich analysiere immer die Vereine, was die sagen. Dann finde ich U19 Düsseldorf noch okay. Ja. Seht ihr, Sid hat das gleiche Kopf wie ich. So Düsseldorf, U19. Das ist so direkt so am Weiß. Okay, realistisch. Düsseldorf U19, realistisch. Sidney hat genau den gleichen Kopf wie ich. Kann sein. Das ist mal so ein Verein, wo sowas sein kann. Ne? Ja, so U19-Spieler. Und hier Mystery. Interessant. Sieht sehr, sehr doll nach Fußballer aus. Boah, kann ich mich nur Nein, das war in Berlin. Schließen, aber den Call mit Yassin, schwarze Socken, Schuhe auf. Checkst du? Aber warum Yassin? Ja, ich finde die Kombination auffällt, aber ich gehe mit Yassin trotzdem. Also ich finde Düsseldorf schon könnte, weil das nicht jetzt übertrieben ist. Bravo, Dragos. Aber erste Übung, heute auch mal was anderes. Wir haben heute ein paar andere Challenges dabei. Später gehen wir viel auf Zeit. Das heißt, die Jungs müssen da wirklich mal ein bisschen mehr unter Druck spielen. Erste Übung ist aber erstmal noch zum Reinkommen. Da gucken wir uns mal ein bisschen. Bruder, ich weiß doch schon, Kahn. Eure Lauftechnik an. Das heißt, wir machen. Ich sag alles, wen ich kenne und sowas. Lass uns einfach erstmal ganz normal reacten. Finalläufe auf Tempo, Ball an und mit. Also, einer ist ja auch gerade im Chat, der auch da dabei war. Deshalb bitte, wenn du deine Nachrichten hier schreibst, nicht sagen irgendwas oder irgendwie. Wir können danach darüber reden, ja? Derjenige, der weiß schon Bescheid. Name und Abschluss. Also da sehen wir relativ viel in der ersten Übung. Diagonallauf? Ja, was heißt... Achso, Slalom. Slalom. So. Wisst ihr auch, warum ich diese Brille trage? Ich schwöre, ich sehe mich und ich merke, ich blinze so viel. Platz. Erste Übung. Michael Rapid Wien darf gerne auch anfangen. Und meine Augen sind so richtig klein immer. So, wir gehen rein. Mystery. Wenn du ready bist, gerne. Mystery. Wo kommt denn der Ball hin? Boah. Weiß schon. Ist der Ball? Ah, ich fand den Ball nicht so. Ach, reicht. Scheiß Kontakt. Nein, niemals. Nein, niemals würde ich jetzt nicht sagen, aber Schuss. Panne mit Nein, niemals direkt? Alter. Ist der Ball? Ah, ich fand den Ball nicht so. Ach, reicht. Scheiß Kontakt. Nein, niemals. Aber hat er recht? Niemals. Boah. Digga, ich sage schon, bei den Bewegungen, bei dem Bewegungsablauf schon wieder, ich weiß, ich übertreibe jetzt schon wieder, aber ist einfach so. Digga, dort so durchzugehen mit diesen, auch wie er abstoppt irgendwie ein bisschen, ist komisch. Weiß schon. Joe, mein Bruder, danke schön für den Verschenken. Aber weißt du, wisst ihr, was noch krasser ist? Ich fand den Ball nicht so. Auch reicht. Der Kontakt mit links. Ich würde mir den Ball niemals mit links auf den rechten so vorlegen. Da sieht man sofort, das ist kein Pro. Scheiß Kontakt. Und dieser Schuss ist einfach nur volle Wucht ausgeholt und
der Bewegungsablauf stimmt schon wieder nicht. Nein, niemals. Und deshalb sagt Panne auch, nein, niemals. Nein, niemals würde ich jetzt nicht sagen, aber der Schuss war nicht cool. Wie auch so einfach, die... Einfach spannend. Ja, ja. Und jetzt das hier, dieses Ausschütteln, so, das und das alles? Er ist Showman. Nein, nein. Er sieht aus nach Fußball, aber er ist kein Fußball. Die Schussbewegung sah halt nicht also so rund Profis aus. Ne? Okay, gerne. Finde ich meiner Meinung nach. Hm. Ich will jetzt nicht so doll... Jetzt auch dieses lang abschoppen, du schoppst niemals zu lang. Mund mit deinem... Wisst ihr, was ich meine? Ja, Bruder, ich verstehe auch nicht, warum Leute das nicht checken können. Aber du schoppst auch nicht lang ab, du machst das kürzer. Die Bälle sind auch nicht gut, die ankommen. Okay, vielleicht sieht er nicht ganz. Ja. Gut gemacht, gut gelegt, den fand ich gut. Ich wollte sagen, guck mal, der richtet sich die Maske jetzt auch noch zwei, dreimal. Ich habe mal mit Jungs geredet nach dem Dreh, wie das mit Maske ist. Die meinten, das ist tot. Das ist ekelhaft. Du hast immer so eingeschränkte geschränkte Sicht und die schwitzen so eklig darunter. Ohne die jetzt ja, einen Schutz nehmen zu wollen. Wenn gerne. Du das anläufst, du machst das nicht. Guck mal, wie lange er macht das lang. Ja, so dieses... Das sieht nicht koordiniert aus. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Auch kürzer. Also die Schütze sind Bälle noch viel kürzer. Sind auch nicht gut gerade da. Bruder, auch dieser Kontakt mit links, mit der linken kleinen Pike, das, ich weiß nicht, ob die Leute das verstehen. Dieser Kontakt auch nicht gut gerade da. Jetzt mit der linken Pike, das sind so Kleinigkeiten, aber das ist für mich, wo ich sofort sehe und sage nein. Dieser Kontakt mit, ich schwöre, viele, die vielleicht nicht so viel Ahnung von Fußball haben, bin ich auch gar nicht null sauer. Man muss nicht Ahnung von Fußball haben. Aber wenn wir darüber reden, dann merkt man, dass dieser kleine Kontakt mit der linken Pike, den vorzulegen auf den rechten, ist totaler Quatsch. Nein, Bruder, der Schuss ist die Schussbehaltung halt zur Bewegung. Ne? So die Abläufe, so wer macht. Der Bro spielt nicht bei Rapid Wien. So. Und das auf jeden Fall nicht. Ja, aber du kannst es ja jetzt weiß nicht. Also ist auch okay. Ja, okay, aber. Okay, Dennis. Gerne? Da siehst du, was ich meine? Das Kleine? Ich erwarte schon nicht, Dragoslav. Erwarte schon nicht. Ich sage nur meine Meinung, ne? Ich sage nur meine Meinung. Das ist eine kurze? Ja. Das ist zu einem anderen komplett Unterschied. Stabiler. Okay, aber. Okay, Dennis. Gerne? Guck mal, bei ihm sogar da siehst zum Beispiel. Was ich meine? Das sieht schon einfach nach mehr Fußball aus. Kleine? Mehr Fußball. Ja, ja, kurze? Ja. Das ist mehr diese zu einem Bewegungen. Anderen komplett guter Ball Unterschied. Stabiler Ball eigentlich. Ah, das stimmt. Abschluss, auch wenn der Abschluss jetzt nicht so besonders war, sieht es mehr nach Fußball aus. Runder einfach. Ich mitnahm, aber sein Ablauf war gut. Aber er hat auch ja, sieht Fußball aus so. Ja. Also, wäre besser, wenn Yasin von da. Guck mal, überleg mal, der vor. Überleg mal. Da endet. Willst du mal von der anderen Seite spielen, oder? Willst du von der anderen Seite den Ball bekommen? Ist besser für dich? Alles okay? Gut, okay. Guck mal, okay, ich finde, ich weiß auch nicht warum. Obwohl er einfach nur in die Mitte geschossen hat und so ein easy Ball war und der davor hat so doll geschossen und in die Ecke ein bisschen, sieht es einfach bei ihm einfach runder aus. Die Leute verstehen meistens immer nicht. Tor ist nicht alles. Ja. Spiel bitte auf Seite. Es sieht einfach runder aus. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Dein linken Fuß, okay? Er ist Linksfuß. Ich wäre so gerne Linksfuß, ne? Schau, die sind immer special, wa? Mein Sohn ist Linksfuß. Boah, ich sag, allein an der Lauftechnik siehst du, der ist zu langsam. Yasin, ey. Innenseite und scheiß Timing. Schöner Schuss. Ja. Guter Schuss, gute Körperhaltung. Immer einen guten Schuss. Das, ist gut. Das macht er nicht wirklich gut. Aber er ist auch Linksfuß, Digga. Die können immer schießen. Für die Leute mal ganz kurz, damit die mal versteht. Oft ist es auch nicht nur, wenn du das Tor triffst oder du machst in die Ecke ein Tor, sondern es ist wichtiger, wie der Ablauf ist. Man hat einfach ein anderes Gefühl. Erster wie Kontakt, der Arm schwingt. Schusstechnik. Ja, wie der Arm schwingt, wie du zum Ball stehst. Jetzt werden wieder Leute sagen, ja, Bilal denkt, er wäre keine Ahnung was. Aber es ist einfach so, wie ich fühle und denke. Was soll ich sagen? Kann ja abrutschen beim genau, Schuss. Wie du rumgehst um die Hütchen und sowas. Das sind alles so Punkte, die für mich viel mehr Wert haben oder Gewicht, als wenn du einfach nur ein Tor machst. Manche Leute machen hier drei Tore bei dir. Die schießen einfach doll und entspannen. Nein, niemals. Nein. So, wisst ihr, guck mal, und die anderen beiden, es war gut, dass ich Sydney und Panne neben mir hatte, ja, die ja auch sowieso, weil die Jungs haben den gleichen Kopf wie ich. Nee. Bruder, das ist okay, er ist noch jung, halt er ist so noch jung, aber Bruder, was? Nein, das Slalom läuft mir noch richtig. Kannst du um die Hütte laufen? Ah, das sieht schon besser aus. Ja, besser? Jetzt okay. Jetzt okay, ja. Sieht schon besser aus. Super Bälle. Oh, super Bälle. Gut. Super Ball von außen, ne? Ah, das sieht schon besser aus. Ja, besser? Jetzt okay. Jetzt okay, ja. Sieht schon besser aus. Bruder, was für ein englischer Ball. Hört mal jetzt... Super Bälle. Ja, gut. Sah schon besser aus. Schon viel besser. Wir sagen ein, zwei Wörter zu ihm und er macht es schon viel besser, ne? Durchgang, Yasin. Super Ball von hinten. Ja, Linksfuß, gerne. Geil.
Super Ball von hinten, ja. So ein schöner Englischer, ich liebe die, ey. Wird besser. Das können halt nicht. Das Bruder, kann nicht wenn jeder. Du einen guten Englischen. Super, Bruder, super. Das ist, wenn du einen guten Englischen kannst, ja, dann ist das schon. Das kann halt nicht jeder. Ja. Männer, ihr sollt erstmal bitte Dings bewerten. Wir könnten das nicht. Achso, wir sollen Yasin bewerten, ja. Einfach Sidney und ich, wir sitzen da. Einfach Yasin macht, einfach wir. Gott, ja. Oh, ich höre Sidney und ich, Digga. Ich höre, wir sitzen da und wir bewerten einfach denjenigen, der draußen ist und Pässe spielt, anstatt denjenigen, der den Durchgang da gerade macht. Das Geist ist krank. Oh, Safer gerne. Boah, boah. 100%. Super, super. Boah, Alter, Alter, Ball. Tat super. Boah. Also der ganze Durchgang war bis jetzt mit Abstand. Aber jetzt sagt mir mal was. Ich würde so gern eigentlich keinen Subchat drin haben, aber weil immer gespoilert wird, geht's halt nicht. Jetzt will ich mal von euch was, ich will von euch jetzt was hören. Zu diesem Durchgang. Boah, 100%. Super, super. Boah, Alter, Alter, Ball. Tat super. Boah. Sagt mir mal was, am Ende Subsätze. Nein, ich will damit sagen, seht ihr einen Unterschied? Unterschied sieht man. Ja. Der Touch war ein bisschen zu, ja, es ist, aber trotzdem, es geht ja um die Bewegung. Es geht darum, wie jemand sich bewegt, wie jemand rumgeht, wie jemand offen zum Ball steht. Es sind kleine, kleine Sachen. Also der ganze Durchgang war bis jetzt mit Abstand der Beste. Guter Ball von dir. Direkt auf dieser Zug. Ja, alles. 19, alles Pauli. Auch Pauli ist zum Beispiel gut. Pauli ist besser als Düsseldorf. Das ist Innenverteidiger, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Gutes Timing, wollte ich gerade sagen. Guter Ball, guter Durchgang. Super. Gänsehaut, ich schwöre. Kontrollierte Bewegung, schön gesagt. Das war Bilderbuch-Durchgang. Also wirklich. Von beiden, also auch von außen. Ich wollte sagen, Julian, guter super Pass. Timing. Bilderbuch-Durchgang. Ich glaube, er wäre so ein unangenehmer Gegenspieler, ne? IV. Würdest du als Profi aber hier so. Boah. Touch. Boah! Ich hab doch keinen Bock mehr, ja, Bruder, ich schwöre. Ich sitze hier schon wieder und denke mir, ach du Scheiße. Ja, reicht, oder? Scheiß Profi, aber hier so. Aber auch gute Bälle von außen, ne? Auch richtig gute Bälle von außen. Touch. Boah, was für ein Tor, ja. Reicht, oder? Ja, es reicht. Genug von dir. Ja, gerne. Dabei. Boah. Alter. Ich finde, aber ich bin bei dir, ich finde Julian besser als Düsseldorf, ne? Safe. Ja, gerne Julian. Fabio, danke schön für dein Prime. Liebe, danke schön. Als Flügelspieler hat hier Impuls an. Stört mich. Sieht aber auch eigentlich solide aus. Übertreibt halt ein bisschen mit diesen Abstoppen, aber es sieht auch solide aus. Stört mich. Oh nein. Boah, Kack-Touch. Oh, Alter. Kein guter Abschluss. Wieder mittig, in meinen Augen. Super Leben. Ja, gute Technik. Gute Schusstechnik. Ja, aber trotzdem, den erstmal so zu nehmen, musst du erstmal. Gerne. Kunstrasen hat man immer scheiß Schuhe. Nando macht auch stabile Bälle. Schade. Ah, schade. Passiert aber. Danke, was, Julian. Was. Stabil. Der ist powerlos. Okay, gerne. Boah, ein super Tempo. Alter. Ja, alles passiert. Gut, nicht schlimm. Alter. Safe der Schnitzel bis jetzt. Ja, die V, glaube ich. Die. Aber Bewegung ist gut. Auch okay, die Bewegung, muss ich sagen. nur weil ich dich kenne, kommt jetzt kein Nanny Malz. Okay, jetzt habe ich es gesagt. Also den Mann kenne ich hier. Ja, gut. Sauber. Ja, das ist schon besser aus. Den Boden getreten. Ja. Kommt alles noch, Chat. Wir gucken erst. So kopfstark, ich schwöre, der kann so hochsteigen. Härter wieder. Aber auch gute Durchgänge. Bewegung sieht rund aus. Annahme gut. Gelegt in die Ecke. Auch, das sieht auch nach Fußball aus. Es muss ja jetzt nicht Profi-Niveau sein, aber es sieht nach Fußball aus. Das ist Fußball. Macht er gut. Ja, okay. Aber wenn er bei Hertha U23 wäre, wüsstest du das, oder? Ich nicht, keine Ahnung.
Ich kenne gar keinen mehr. Echt nicht? Ich kann 4 Spieler aufzählen vielleicht. Okay, Ümit. Sivas, oder? Ümit, ich hoffe, du bist hier im Chat. Respektlos, das Sivasspor zu nehmen. Ümit, Sivasspor. Erste Liga super. Türkei, Bruder. Das ist ja, davor habe ich schon mal Angst. Super Bewegung. Doch. Sieht gut aus. Stabil. Doch. Ja. 20? 22. Also. 21 oder 20? 20. Mit 20 ist der erste Liga Sivasspor. Schwer. Der Annahme. Wenn er jetzt nicht Sivas sagen würde, dann hätte ich gesagt, okay, aber. Ja. Was sagt ihr zu ihm, Chat? Also sieht auch stabil aus. Kein guter Ball. Kann ich schießen. So, Freunde, wir schreiben jetzt eben alle kurz auf dem Board unseren Streichkandidaten. Sydney, Alter. Und dann drehen wir gleich oben nacheinander. Soll ich anfangen? Oder wer möchte anfangen? Dann fange ich gerne an. Ich würde in der Runde, wir wählen nämlich nur einen raus. Ich habe Yassin aufgeschrieben. War eine Entscheidung zwischen Michael und Yassin. Bei Yassin, auch wenn wir jetzt von 17 reden, das war mir einfach, ja, ich fand die Bälle, die du gespielt hast, die waren häufig, also Abschluss war nicht gut, Lauftechnik dafür besser, das war schon okay, aber ich fand so gerade die Bälle, die du gespielt hast, die hatten wenig Timing und auch wenig Präzision und die haben, das hat mich dazu. Ich weiß es nicht, Dr. 187, ob die Spieler wissen, ob wer da in der Jury sitzt, ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen. So gebracht, wo ich gesagt habe, nein. Luis, was geht? Da war Michael, ja. Lauftechnik fand ich nicht gut, aber Abschlüsse waren dafür echt stark. Erster Kontakt, so lala. Es war so eine Entscheidung zwischen euch beiden, aber ich habe mich für Yassin entschieden. Ich glaube, positiv herausgestochen sind auf jeden Fall Julian und Sefa. Haben mir sehr gefallen bei der Entscheidung, wen ich raus will. Da ist keiner so richtig abgefallen. Aber ich hatte jetzt auch die gleichen wie du. Ich hatte auch Michael und Yassin. Habe ich mich für Michael entschieden, weil ich das Profil von Yassin für realistisch halte, dass er bei Düsseldorf ja, 19 spielt, anstatt dass Michael bei Rapid Wien spielt. Ich habe mich für Michael entschieden, Rapid Wien. Ich glaube, heute ist Österreich erster Spieltag, Bundesliga, wenn mich nicht alles täuscht. So, Sommerpause. Willst du was aufschreiben, Zettel? Red doch, Digga. Nee. Kann einen Brief schreiben. Hier, nimm das Board, komm. Was willst du uns sagen? Aber ich wollte auch noch sagen, also auch mit Maske, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, ich verstehe das. Aber ich sag auch, so mit Maske würde man trotzdem so den Bewegungsablauf. Morgen. Erster Spieltag. Ja, okay, alles klar. Und ich bin nicht im Kader. Danke. Ich bin nicht im Kader? Ja? Nee, ich bin nicht im Kader, wollte er sagen, ja. Alles klar. Morgen erster Spieltag. Er hat Sonntag seinen ersten Spieltag, ist nicht im Kader und fliegt dafür nach Berlin, um Fight the Pro zu drehen. Neues? Der Abschlusstraining. Dann ist heute Abschlusstraining. Ganz klar. Ja, das ist ganz klar. Nein. Also auch, jetzt, wenn das nicht wäre mit erster Spieltag, würde ich auch vom Fußballerischen her nein sagen. Also meine Meinung. Wie gesagt, ich sage es nochmal, auch für die Zuschauer. Das ist nur meine Meinung, meine persönliche, auch wenn die manchmal ein bisschen härter ist. Aber Fußball ist manchmal hart, so ist das. Fußball ist ein dreckiger Punkt. Da wird einfach die Meinung. Das habe ich gesagt, ja nicht persönlich nehmen. Es hat nichts mit euch als Menschen zu tun. Ich sage das jedes Mal, aber die Leute wollen es meistens nicht verstehen. Rede, der in der Jury. Dritter von rechts, dritter von links. Rede! Rede, wenn du was zu sagen hast. Rede! Hart, so ist das. Wer ist der Typ? Fußball ist ein dreckiger Punkt. Da wird einfach die Meinung. Wer ist das, ja? Das habe ich gesagt, ja nicht persönlich nehmen. Es hat nichts mit euch als Menschen zu tun. Ich sag das jedes Mal, aber die Leute wollen es meistens nicht verstehen. Der, wie gesagt, ich habe auch Michael, weil sein Ablauf einfach nicht rund war. Alle, die da nachgefolgt sind, hatten einfach einen besseren Ablauf. Seine, weiß nicht, wie er zum Hütchen rennt, wie er geschossen hat. Dieser ganze Ablauf ist einfach nicht so Fußball-like, so Profi-like. Wie ich schwöre, Panne und Sydney, ey, die sitzen da neben mir. Und ich dachte mir, ey, es kann auch einer von uns drei reden. Wir sagen genau das Gleiche, alle drei einfach. Wie wir das sehen wollen, wie wir es kennen. Und deswegen bin ich für Michael auch. Ja, die englischen Bälle von Sepper kann man nicht besser spielen, Jürgen auch. Aber das war unsere Meinung, beziehungsweise Michael sollte damit dann raus sein, glaube ich, bei 3 Stimmen. Was denn? Du kannst natürlich auch den Aber warte, stopp, aber ihr wollt jetzt nicht, also
in der ersten Runde. Ja, aber ist Mystery halt, ne? Ja, aber Mystery ist es Mystery oder nicht. Kann doch immer noch, vielleicht kommt da aber noch vom Ablauf her, was soll. Wollt ihr das nicht drücken? Nein, wir haben Nein gesagt. Ich würde das nicht drücken. Mystery, soll ich auch für euch? Ich schwöre dir, entscheid das selber dir. Meint er mir ernst? Sagt er mir, Alter. Ich schwöre dir, entscheid selber, ob du auf den Button draufdrücken sollst. Das wir ist. Haben wir haben ihn rausgewählt. Wir haben ihn raus, der ist raus aktuell. Vielleicht willst du ja noch irgendwie, keine Ahnung, Mystery. Ach komm. Okay. Mystery ist noch drin. Das ist wieder. Herzlich willkommen zurück. Bist du wieder im erste Runde direkt kommt er zum Einsatz. Müssen wir jetzt einen anderen auswählen? Nein, nein, der bleibt drin und dann fliegt dafür in der nächsten Runde direkt drei Leute raus. Tschüss. Einer mehr halt. Aber stell mal vor, jetzt überzeugt er in der nächsten Runde. Ja, deshalb. Das war okay. Einfach weil er Mystery ist, dass er kommt. Wir gucken uns das mal eine Runde mal weiter an. Diesmal eine andere Übung. Ich habe gesagt, die Powershot können wir einfach normaler. Ja, ist okay, Nando. Abschlüsse, diesmal auf Zeit. Die Jungs kriegen 45 Sekunden nur Zeit, so viele Abschlüsse wie möglich. Also Abschluss ums Hütchen laufen auf Tempo. Boah. Diesmal wirklich mit Druck, geil, mit Zeit und wie viele Tore man macht. Am Ende zählen wir auch die Tore. Wir machen doch nur 30 Sekunden. Sechs entspannte Schüsse würde ich mir nehmen. Ja, ich 30 Sekunden ist, glaube ich, realistischer und besser. Anstatt 10 hektische. Ja. Okay. Habt ihr gehört, was wir gerade gesagt haben? Sidney sagt, ich würde mir lieber 6 entspannte nehmen, ja, wo ich mir Zeit lasse, wo ich versuche, die Bälle zu legen, wo man nicht einfach auf Krampf da hin und her rennt und schnell und dies und das. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Okay. Zeit läuft ab jetzt. So, dann geht es auch nur um Schusstechnik, weil allein das Bolz einfach. Also. Schusstechnik. Oder ein ruhender Ball von 16 Meter. Das ist ein ruhender Ball. 16 Meter. Vom Tor entfernt, ruhender Ball, den so rüber zu kloppen, ist für mich ein absolutes Nein, niemals. Und egal wie viel du dafür trainieren wirst, das reicht einfach nicht. Das ist ein absolutes Nein, niemals. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Sorry, es ist einfach so. Weil das ist einfach nur raufgebolzt, ohne Idee, ohne Verstand, nicht gelegt. Einfach nur einmal in 5. Etage, bitte. Ist einfach so. Allein das. Er bolzt einfach rauf. Das macht man nicht. Leg doch. Ums Hütchen bitte. Versuch doch zu legen, Bruder. Er bolzt nur rauf. Alter. Ums Hütchen. Boah, ne? Kein Treffer. Ja, also Blatt kann nicht schießen. Links unten. Boah, Katastrophe, ja. Schwöre, Katastrophe. Das ist ein Nein, niemals. Boah, okay. Ist ein Nein, Nein. Und. Vorbei. Das war's schon. Jetzt 30 Sekunden, kurz schmerzlos. Christian, danke schön für 7 Monate. Danke schön, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Ey, Digga, ich sag einfach gerade. Ich wusste, ich hab voll vergessen, dass ich sowas gesagt habe. Ruhig. Ja. Ich schwöre, es ist Katastrophe. Ist ein Nein, niemals. Boah, okay. Ist ein Nein, Nein. Und. Vorbei. Das war's schon. Jetzt 30 Sekunden, kurz schmerzlos. Kein Tor, ne? Also, es geht mir eh nicht darum, wie viele Tore jemand macht hier. Nein, so Schusstechnik. Das war leider Katastrophe. Es geht um den ganzen Ablauf, was du machst, was du überlegst, wie er schießt. Alter, ja. Was soll ich machen, Digga? Was soll ich machen, Chat? Die kommen dorthin mit einer Maske oder auch nicht und die sagen, sie sind Fußballprofis. Ich bin in der Jury, was soll ich machen? Was soll ich machen, sag mal. Aber er sieht auch nichts. Einfach rausgebolzt, ja, hoch nach unten. Ja, aber dann trotzdem versuche ich zu legen, Innenseite. Ich wollte gerade sagen, 16 Meter. Oder du bist so ein guter Schütze, dass du mit Vollspann die Dinger wirklich in die Ecken reinschallerst. Das war 100% Nein, niemals. Alter. Ja, habe ich doch schon. Als ich ihm angelaufen bin, was habe ich gesagt? Ja, aber ich dachte jetzt, Tom, er ist nicht ohne Grundmystery. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Und ich denke mal, so hat auch dir gedacht. Wurde leider enttäuscht. Dein Bier war das. Dia, ey. Shootout wirklich mal an dir, an der Stelle. Ich muss auch noch eine fette Story. Warte mal, ich mache mal ganz kurz eine Story. Das müssen wir machen, weil das ist einfach so ein geiles Format. Moment. Das muss man einfach auch mal appreciaten. Moment. Ja, ist auch gut, was soll ich machen?
muss man auch fair sein. Nein, niemals aufgeschrieben, Alter. Das ist hart. Nein, niemals, Michael. Einfach aus Prinzip, Bruder. Einfach damit ich ihm zeige, ist nicht. Aber er ist ein Nein, niemals, ja. Das habe ich gesagt, der ist so. Der ist Nein, niemals, ist er Profi bei Rapid Wien. Also ich sage euch mal jetzt mal was. Der Typ hier rechts neben mir, ich schwöre es euch, was Deutschland Fitner angeht, dieser Mann hier ist die absolute Spitze. Unangefochten. Wenn der in irgendein Chat ist, was, der Typ hier rechts neben. Den Typen da einer. Schwöre. Hört euch das an. Ja, ist auch gut, was soll ich machen? Muss man auch fair sein. Nein, niemals aufgeschrieben, Alter. Das ist hart. Nein, niemals, Michael. Einfach aus Prinzip, Bruder. Einfach damit ich ihm zeige, ist nicht. Aber er ist ein Nein, niemals, ja. Das habe ich gesagt, der ist so. Der ist Nein, niemals, ist er Profi bei Rapid Wien. Also ich sage euch mal jetzt mal was. Der Typ hier rechts neben mir, ich schwöre es euch, was Deutschland Fitner angeht, dieser Mann. Guck ihn mal an, wie er. Guck mal, wie der. Hier ist die absolute Spitze. Unangefochten. Wenn der in irgendein Chat ist. Nee, du, nicht er. Du kannst so gut aufhetzen und anstiften, crazy. Dennis, Zeit. Der hat einen guten Linken. Ja, läuft jetzt. Aber er ist trotzdem, er ist niemals bei HSV. Niemals bei HSV. HSV ist so gut, Jugend. Und 21, wer ist er? Einfach. Weiter, egal. Einfach dreimal genau den gleichen Schuss. Alle drei Schüsse rechts. Einfach exakt. Oh, stark gehalten. Der war aber gut. Ja, aber trotzdem, warum macht er nicht? Den muss er jetzt Short machen. Also links. Einmal bitte in die andere. Einmal wenigstens. Boah. Langsam muss er. Skandal. Oh nee. Vorbei. Sogar der wird ihm nicht gegönnt. Vorbei. Ja, also es ist niemals. Ist okay. Ist okay, aber ja, eigentlich auch raus. Aber ist okay. Sagen wir es mal so, ist okay. War HSV. HSV ist mir viel zu gut. Bist du ready? Dann startest du in 3, 2, 1 und bitte. Guck, das war's schon. So, oder der aller. Und dann fragen mich Leute, Bilal, warum bist du immer so streng und warum sagst du immer nein niemals? Frage ich mich dann. Ich frage es mich wirklich. Erster Schuss einfach mitten auf den Mann. Ich verstehe es nicht. Oh ja. Aber ja. Jetzt denkt er, dass er weiter ist. Ja. Schau mal, wie er anläuft. Guck mal, siehst du, wie er springt? Oh, gut. Schuss ist gut. Die Beine waren gut. Ehrlich. Aber jetzt schau mal, wie er anläuft. Oder der erste war bodenlos. Düsseldorf ist jetzt nicht so krass. In NRW gibt es so viele Mannschaften. Ist auch nicht so Tempo und so. Ich finde ihn auch so. Nicht gut. Okay, vorbei, weil er auch zu sehr langsam war. Oder warum machst du den allerersten Schuss einfach mitten auf den Mann? Voll spannend. Erklär mal. Ich wollte Risiko, deswegen. Risiko einfach? Ja. Okay. Willst du nicht zielen? Hä? Nicht zielen? Soll ich nochmal mit Zielen machen? Nein. Einfach nein. Also, Bruder, ich würde sowas machen mit Vollspann, aber doll in die. Also, mit. Nicht Vollspann. Innenseite, aber legen in die Ecken. Also ich persönlich. Aber weißt der du? Oder du schießt so gut, dass du dir wirklich reinhaust in die Ecke. Und wenn der allererste, da denke ich mir so, Bruder, warum geht der allererste einfach mitten auf den Mann? Ohne Druck, Vollspann, nichts. Ohne gar nichts so. Aber also Vollspann in die Mitte, da wo der Torwart steht. Jetzt erklär mal, warum Mitte auf den Torwart. Der wollte ich auch nicht hinschießen. Okay, dann fehlt die Qualität letztendlich. Ist halt so. Der zweite war brutal. Aber dann denkt man halt, wenn du den ersten genau in die Mitte schießt, und den zweiten dann so einen Winkel geht, dann denkt man so, es ist ein bisschen Zufall. Wie seht ihr das? Ehrlich? Also, seht ihr es auch ein bisschen so oder seht ihr es ganz anders als ich? Ich will euren Kopf auch checken. Wie ihr denkt, also zu dem, was ich sage. Interessiert mich, ich schwöre. Okay, danke. Spaß ja auch. Ich küsse euch. Ich liebe euch. Was soll ich sagen? Sag doch mal lauter. Hä? Ja, sag doch mal lauter. Was hat er gesagt? Ja, war es auch. Ich meine, da war Zufall, er sagt, ja, war es auch. War es ja auch. Alles gut, bis halt. Danke trotzdem, Messi. 3, 2, 1 und bitte. Der weiß, was er macht. Super. Der weiß, was er macht. Boah, er ist auch Innenverteidiger, ne? Vergiss das nicht. Aber guck mal, ich weiß nicht, ob die jetzt darauf gehört haben, so wegen uns, aber... Super. Das sieht nach etwas aus.
super. Also er versucht wenigstens. Es ist auch nicht jetzt krass. Aber er versucht wenigstens. Da ist Druck dahinter und die gehen wenigstens ein bisschen in die Ecken und die sind einfach nicht willkürlich raufgehauen. Ein bisschen Pech. Okay, Quatsch. Kein Tor. Mach noch ein. Sorry, dir. Ja, gib ihn den. Ich will nur den letzten sehen. Okay. Ihr versteht schon. Das war jetzt auch nichts Besonderes. Leon, danke schön für 7. Ich küsse dein Herz. Danke. Rauschendes, nee, aber wenigstens ein Plan hinter. Ja, bravo. Also aus 18 Metern einfach blind drauf bolzen ist einfach dumm. Ich schwöre dir, wenn ich jetzt schon wieder nicht mehr den Scheiß leiste hätte, würde ich jetzt safe auch einen machen. Und ich sage dir, die würden bei mir auch nicht reingehen. Aber doch. Du würdest sehen, dass ich versuche, in die Ecken zu schießen. Dass ich versuche, einfach rechts und links unten zu legen. Man zieht rechts, danach man überlegt so, was denkt der Torwart jetzt? Genau, ich mach wieder rechts. Jetzt denkt er bestimmt, schießt jetzt links, ich schieße nochmal rechts. Jetzt schießt er aber links. Julian, bist du ready? So, Julian gefällt mir auch. Der Einzige, der auch mithalten kann. Guck mal, super. Das ist ein Schuss. Super. Aber, weißt du, was ich meine? Oder mit Auge. Du denkst ja, glaube ich, auch so. Einer vielleicht passiert so. Ich dachte, jetzt habe ich zweimal links geschossen, jetzt schießt er rechts. Jetzt schießt er wieder links, weil links geklappt hat. Ja. Jetzt schießt er nochmal den Kopf. Jawohl, Julian. Aber man sieht immer links oder rechts. Super. Kurzecke. Man sieht einfach, der Junge kann Fußball spielen. Das ist einfach überlegt. Mit Verstand. Mit Kopf. Manchmal ist Präzision und Kopf mehr wert, als einfach nur raufzubolzen. Super gehalten. Torwart auch richtig stark heute, ne? Ehrlich, muss man ganz kurz sagen. Ja, mach den ruhig. Gönn dir den. Zeit ist vorbei. Jawohl. Julian, sehr, sehr gut, ey. Aber ich gehe mit Julian, ist kann nicht der Einzige, der so bei Sefa mitgehen kann, ne? Ja. Ready? Dann gerne. So, auch IV. Super. Boah. Digga. Auch IV. Super. Alter. Feierabend. Was ein Ding, ja. Wir alle auch setzen, ist gut. Also legen. Links oben. Oh, Quatsch, verquatscht. Hat er so schön angefangen. Ja, deswegen habe ich ihn direkt nicht so hoch gelobt. Ja, aber wenn so einer von 5 oder 6, wenn 5 von 5 oder 6 Bällen einer mal so rüber geht, okay, es passiert ja, ist ja normal. Aber wenn du dann 2 wenigstens oder 3 in die Ecken legst und die gehen rein, dann passt das schon. Oh, der ist fein, stark. Aber der erste war schon ganz aus. Ja, aber. Ja, das er hat 2 gemacht. Zwischendurch ja, das ist okay. Auf, und so, der letzte. Man verkackt noch mal eins, normal. Oh, Zeit ist rum. Ja, das ist dann mach so den noch mal. Okay. Alles gut, reicht dann doch. Ando, jag mal, ja. Er trainiert, er schießt richtig auf den Boden. Gerne, Ümit. Das ist 8er. Ja, gut. Aber clean, sehr, sehr schön. Und schnell. Super. Mann, ihr versteht mich langsam, oder? Ich glaube mittlerweile, ich sag ehrlich, 197 für den Bruder, alaikum salam. Ich glaube mittlerweile sind wirklich mehr dazugekommen, dass sie auch langsam mich verstehen und auch sagen, okay, Alter, man versteht dich. Super. 2 von 2. Schärfer macht 6 von 6. Nein, ah, nicht mit links, bitte verkack nicht. Ja. Bleib im Flow ja, eigentlich. Ja, doch, wirklich. Und das hat ihn jetzt aus dem Konzept sogar gebracht. Ne? Bin was geht? Jetzt wieder links. Schade. Twitter unsauber, weil er halt kaputt ist, ne? Kurz Eck einfach irgendwie. Was? Oh, sein Linker ist auch nicht schlecht. Stopp, mach noch einen, ist gut. Jetzt habe ich die Zeit nicht mehr gestoppt. Kurze. Okay, danke Ümit. Ah, das ist okay. Danke Ümit. So Freunde, ich zeig den Jungs mal, wie es geht. Er war, ne? Ja. Hey, was ist das für ein Vogel? Oh, der Vogel meint es jetzt ernst, ey. Der will es jetzt wissen. Komm, geh ins Tor rein. So, Freunde, das war ein kleiner Spaß mit Duolingo. Ja, viele von euch kennen Duolingo mit Sicherheit schon. Ist weltweit die beliebteste Sprachlern-App der Welt. Es gibt über 40 verschiedene Sprachen, die ihr wirklich kostenlos bei Duolingo lernen könnt. Ich packe euch gleich nochmal einen Link rein, wo ihr euch die App downloaden könnt. Ich glaube, Sprachen lernen
man lernt nie im Leben aus. Und ich glaube, wenn ihr jetzt zum Beispiel Urlaub plant nach Spanien, keine Ahnung wohin, einfach die Sprache ein bisschen auffrischen, aufbessern, tut uns allen mit Sicherheit gut. Und deshalb einfach gerne kostenlos bei Duolingo lernen. So, Freunde, wir schreiben jetzt diesmal drei nicht geskippt, komplett durchlaufen lassen. Verdient. Namen auf die Tafel auf und dann drehen wir nacheinander um. Entscheidung, wer möchte als so anfangen? Oder soll ich? Okay. Mach du gerne. Also ich habe einmal Michael, hat sich meine Meinung nicht geändert. Die Abläufe waren mir nicht gut genug für Erstliga Österreich auf jeden Fall. Dann Yassin, war mir die Abschlüsse zu unüberlegt. Bei 18 Meter freier Abschuss sollte man schon zielen, wo man hinschießt. Und als letztes habe ich Dennis. Son Goku, danke schön für den verschenkten. Ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank. Maybe packen wir heute doch wohl die 1-3 vielleicht. Maybe. Ich musste 3 aufschreiben. Dennis war ein bisschen schwächer als Ümit, fand ich. Und für HSV U21 ist auch sehr hohes Niveau. Und da warte ich schon ein bisschen mehr. Besonders als Offensivspieler. Ich habe genau die gleichen. Ich habe Maske, also Michael, Yassin und Dennis. Ja, bei Michael und Yassin sage ich einfach, war zu wenig für mich persönlich. Für mich war mir einfach zu wenig fußballerisch. Körperhaltung, Schusshaltung war einfach zu wenig. Und bei Dennis, ich glaube, du bist ein geiler Kicker. Aber weiß nicht, ich glaube auch für Hamburg ist es ein bisschen zu wenig gewesen. Hättet ihr jemanden getauscht? Hättet ihr jemanden getauscht, Chat? Von denen? Aus, also nicht die ich jetzt hatte, hättet ihr jemand anderen genommen? Aber jetzt keiner irgendwie, wo ich jetzt sage, irgendwie komplett Ausfall oder sowas. 50-50-Ding, ist einfach so. Und ich hab's genauso auch wie Bilo und Sid. Ja. Letztendlich hinten raus bei Dennis und Ümit war es dann eigentlich so ein, nicht eine Gefühlssache. Ja, HSV wirklich schwierig. Aber dann kann man auch sagen, Sivasspor auch schwer. Sivasspor auch nicht leicht, aber er hat es für den Stürmer dann doch ganz aber der okay Durchgang, gemacht. Genau. Ja, genau, hat einfach Tore erzielt. Deswegen so die Entscheidung von uns. Oder okay. Von mir auch. Michael war von Anfang an für mich nicht gut genug. Yassin vielleicht ein bisschen aufgeregt. Und, aber auch gibt es einfach bessere hier heute aktuell. Und deswegen ist die Entscheidung so ausgefallen bei mir. Ich habe es fast identisch, aber auch nur fast. Ich habe Michael, Yassin und Ümit. Ich habe mich gegen Ümit am Ende entschieden, weil ich auch noch die erste Runde mit einfließen lassen habe. Da hat mir Dennis so ein bisschen besser gefallen, aber war eine 50-50-Entscheidung. Kann das absolut verstehen, aber die Mehrzahl ist sich auf jeden Fall einig. Und deshalb sind Michael, Yassin und Dennis ausgeschieden, ja, alle drei. Aber trotzdem danke fürs Mitmachen, Männer, ja. Also Maske raus, Dennis raus und Yassin raus. Okay. Ja, ich kann die Meinung der Jury nachvollziehen. Die englischen Bälle waren halt nicht so gut. Es hat aber nichts mit den englischen Bällen nur zu tun. Das ist halt immer so das, was die Leute dann immer nicht verstehen. Und ja, bei den Schüssen halt, da habe ich einfach drauf gebolzt mit dem Vollspann, aber kein Problem. Ja. Ja, nicht so. War viel Quatsch heute. Also ich will jetzt keine Ausrede sagen, war nicht mein Tag oder so, aber hat halt nicht gereicht. Die Jungs haben besser gemacht und ja. Oder einfach so, kein Diskutieren, kein irgendwas, einfach, ja, klipp und klar. Habibi, was geht, mein Bruder? Nein, oder? Auf Schuhe schieben? Die Jungs haben besser gemacht und ja. Nein, es kann nicht sein, Chat. Okay. So, Freunde, nächste Challenge, 2 gegen 2 Duelle. Sefa. Der Pro mit kaputten Schuhen. Stimmt. Und Ümit gegen Julian und Conde. Ja, gerne. Oh, Julian, direkt. Alles gut, übernehmen, ist guter Call, aber ganz entspannt. Mach mal weiter. Boah,
Schwer zu sagen. Gut. Solide. Innenverteidiger, vergiss das nicht. Haben sie eigentlich gut gemacht. Ja. Mhm. Der U17-Spieler übertreibt doch ein bisschen mit dieser Rausschreien. Ja, richtig. Man muss das richtig, ja. Safe, safe, safe. Raus. Gut, Keeper. Ich will wieder hinterlaufen sehen. Gut verteidigt. Er macht starken Fuß auf eigentlich. Das ist auch richtig. Gut verteidigt. Mit muss halt, ne? Aber wie du gesagt hast, Julian hat den starken Fuß aufgemacht. Eigentlich kann. Aber weil er nicht in die Mitte war. Ja, aber er ist auch offensiv. Ja, gut, aber Julian war offensiv, ne? Ich weiß auch nicht, wie ich da stellen würde. Julian ist offen. Ich glaube, ich hätte ihn auch noch links einfach gelassen und dann Schussblock. Das ist ja hinterlaufen, ist key. Top Ball, ja. Okay, 1-1, Neo links vorbei, ja, bravo. Aber oh, guck mal. Schlecht verteidigt. Gott, warum? Ja, gemacht, aber. Aber ja. Weil hinterlaufen. Guckt mal bitte aber. Levi, danke schön für den Prime. Vielen Dank. Guck mal aber, Chat. Das ist ja hinterlaufen, ist key. Top Ball, ja. Theoretisch, wie simpel er vorbeikommt. Okay, 1-1, Tempo links vorbei, ja, bravo. Oder wie simpel. Geisteskrank. Du bist so schlecht verteidigt. Gott, warum? Ja, gemacht, aber. Aber ja. Weil hinterlaufen Unruhe reinbringt. Ja. Übernehmen, ich hab. Ja, und dann ist Moment schon weg. Freischuss. Die Idee ist, dass ich richtig von Jürgen, aber BS macht das halt Quatsch. Ja, Julian will sogar übergeben, aber, ja. aber er gibt nicht. Voller durchtrainiert aussieht und so. Ich hab ihn halt direkt aufgeschrieben. Ja, warte. Ja. Gerne. Kurz mal geklärt. Geh mal alleine einmal. Geh mal alleine. Er ist viel zu weit weg. Er macht dir Platz für alleine. Oh, guter Durchgang. Guter Durchgang. Gerne. Kurz mal geklärt. Geh mal alleine. Weil guck mal, der andere Rechte zieht ihn weg. Wisst ihr, was ich meine? Er gibt dir die Chance. Geh 1 gegen 1. Geh mal alleine. Es ist zwar 2 gegen 2, aber es gibt ein Wort dafür. Wie heißt dieses Wort? Nicht er separiert ihn, sondern ich habe vergessen, wie das Wort, wie heißt nochmal das Wort? Es gibt ein deutsches Wort dafür. Nicht separieren, sondern wenn man jemanden so wegzieht. Isolieren, dankeschön, genau. Er isoliert ihn. Er gibt ja, ihn. Geh 1 gegen 1, trau dich. Ja, binden, isolieren, genau, er bindet ihn, genau. Er macht dir Platz für alleine. Oh, guter Durchgang. Das war ein gutes 1 gegen 1. Ein noch und dann wechseln. Ja, genau, wenn die so stehen und ihn freilassen, dann geh 1 gegen 1, trau dich. So war halt mein Gedanke. Kurz, in Mitte ziehen ist immer gut. Bei deinem wissen die nie, übernimmt jetzt der andere oder nicht? Ich sag tausendmal in meine Reactions. Oder wenn du mit Tempo raufgehst, du musst dich mal eine Finte machen. Du musst einfach nur Ball vorbeilegen und schießen. Emil hat es gerade einfach gut gemacht. Ja. Tut sich schlecht. Geh ich mit. Also, wenn ich denke, dass Marlon seine Konkurrenz ist. ja. Also, spielerisch. Okay, danke schön. Einmal wechseln. Okay, gerne, Ümit, ja. Wir separieren auch stark. Boah, Sonne wieder weg hier. Oh, was macht er jetzt? Julian? Stark. Eigentlich gute Bewegung, muss ich sagen. Vom Innenverteidiger. Oder? Eigentlich gute Bewegung. Guck mal, die Kommandos vom Torhüter, wie geil. Stell dir mal vor, ihr habt einen Torhüter da hinten drin, der euch so eine Kommandos gibt. Oh, was macht er jetzt? Julian? Stark. Aber wenn er da spielt, noch besser. Julian hat mich kurz, kennt ihr noch früher Kickers, wo der eine hinter den gelaufen ist und dann die hochgesprungen sind, alle drei, keiner weiß, wer den Ball hat, dann 18 Saltos in der Luft. Ach, warst du der Torhüter oder was? Nein, Miguel, oder? Oh, super, das ist ein guter Touch. Geh rechts vorbei, bitte. Nein. Ach so. Stark, Bruder, überragend. Überragend. Wirklich. Ich wusste es gar nicht. Nein. Nee, nicht das, nee. Ich hab's vergessen. Ich wusste nicht, ich hab den Namen vergessen. Bruder, richtig, richtig gut, ich schwöre. Die Kommandos, die du gibst, deine Paraden, wirklich top. Habe ich dir ja auch schon am Spieltag gesagt. Also am Spieltag. Am Videotag. Nee, nicht diese Geräusche. Das war nicht. Nee, mein Lieber. Was? Nein. Nee, nicht das, nee. Nee, nicht diese Geräusche. Das war nicht. Nee, mein Lieber. Was? Von eigenen Teammates? Was sagt er? Alter, er hat nein niemals zu ihm gesagt. Skandal. Hast du gehört, Julian?
Er meinte nein, niemals zu dir. Du Fitnessstifter. Zeig mal. Guter Touch. Was? Geh mit so Mitte ziehen, Schuss. Ja, prell. Ja, aber das war so ein Ansatz. Aber ich sehe kein Pauli langsam mehr. Ich auch nicht mehr. Juli, gute Besserung, Bruder. Es muss Pfeffer kommen. Digga, Pfeffer, echt Skorpion, Alter, würdest du mir sagen? Echt, Juli? Weiß ich nicht, ob ich ihn aussehen will. Mazedonien. Was verdient man in Mazedonien? So, Freunde, wir müssen jetzt wieder einen Namen auf die Tafel schreiben. Einen, der jetzt rausfliegt und dann... Umut, bist du das hier? Auch hier drin im Chat drin? Nein, oder? Ihr verarscht mich doch, Digga. Dann drehen wir gleich nacheinander um. Also ich fand ganz klar Team Ümit und Sefa besser. Die haben die defensiv zur Verzweiflung gebracht. Ich habe Nando aufgeschrieben, beziehungsweise Condé. Ah, ich küsse doch eure Herzen, ja. Alle einfach, die tummeln sich alle in meinem Chat. Ich küsse doch eure Herzen. Kommt ihr da mit Sivaspor an? Aua. Minus Aura. Aber wenn ich vergleiche, dass du in der Mannschaft zur Verzweiflung gebracht. Ich habe Nando aufgeschrieben, beziehungsweise Condé. Aua. Nee, oder? Minus Aura. Aber wenn ich vergleiche, dass du in der Mannschaft spielst mit Marlon zum Beispiel, dass du sein Konkurrent bist als Innenverteidiger, weil jetzt nicht deine Übung offensiv zu spielen, aber da sehe ich zum Beispiel so Marlon klar besser. Deswegen habe ich mich für dich entschieden. Ja, schließe ich mich kurz an, kurz und schmerzlos. Ich habe auch Condé, Nando, gehe auch mit. Sefa fand ich jetzt von Challenge 1 bis jetzt der Beste. Ich finde Julian nach wie vor gut, aber gerade war Sefa nochmal in der Challenge deutlich stärker. Und Ümit steigert sich so peu à peu. Ich finde dich defensiv gut. Offensiv ist noch Luft nach oben. Gehe ich mit, aber das sieht halt einfach trotzdem nach Fußball aus. Auf jeden Fall, aber für mich ist Condé dann leicht abgefallen. Und deshalb würde ich ihn rausnehmen. Ich sehe es so ähnlich wie ihr. Ich sehe es bloß, Jürgen, ich habe dich aufgeschrieben. Ja, weil du es ein, zwei Mal schlecht verteidigt hast. Ja, du willst übergeben bis zum Fight in. Ja, er kommt außen raus. Immens kommt einmal mit, du kommst auch wieder rausgerannt, hast dich diesen Sicherheitsabstand, der läuft mit Tempo einfach vorbei. Du hast es einfach da schlecht verteidigt. Deswegen für mich du. Ja. Okay, Leute, ich habe jetzt ein bisschen, okay. Ja doch, weil ich will das ja, jetzt... Ja, ist ja richtig, okay. Also ich sage mal so, in der Runde wäre mir leichter gewesen, zwei rauszuvoten als einer. Aber ich habe jetzt, es ist in Ordnung, dass ich jetzt auf eure Calls gewartet habe. Ja, eigentlich ist alles okay. Okay. Ich habe es jetzt auch extra gemacht, weil ich auch das 1 gegen 1 bei den beiden sehen möchte. Aber ich habe jetzt auch Julian gemacht, weil ich die beiden im 1 gegen 1 sehen will. Ich glaube, das ist war jetzt die beste Entscheidung. Julian offensiv. Okay. Ja, defensiv. Ja, perfekt. Dann haben wir unser Stech. Ja, Ümit? Ich muss das sagen. Gerne. Ich bedanke mich bei euch, dass ich noch mal eine Runde weitergekommen bin. Ich werde jetzt noch mal dran ziehen, noch mal Gas geben und euch versuchen, euch zu überzeugen. Okay, erst nicht passiert das mal. Digga, Sydney, ja. Danke. Erst nicht passiert das mal. Danke. Danke. Danke, aber rum. War jetzt nicht meine beste Leistung, die ich geben kann. Ich kann ja, noch besser. Bruder, ich würde mir als Profi denken, so leidig, mir doch egal. Endlich checken die so. Egal. Ich will mich beweisen. Dankbar sein. Danke, für alles. Dankeschön, Bruder. Danke. So, Freunde, Stechen zwischen Julian und Condé. Viel Spaß dabei. Boah, das wird jetzt wild. Aleikum salam, Kerem. Das wird jetzt wild. Gerne. Verteidiger gegen Flügelspieler. Schnell raus. Geh mit Tempo auf, nicht langsam. Ach, mit dazu, gut. Oh. Nando macht halt... Meinung? Also meine Meinung war es okay. Er ist vorbeigekommen. Fünfmal gecoacht, er wollte nicht verkürzen, was soll ich dir sagen. Zu viel Abstand auch, ja. Ich würde sagen, es war besser angegriffen als verteidigt, muss man ehrlich sagen. Pool seinen linken zu, ne? Mhm. Und dadurch hat er halt rechts easy durchzukommen. Aber ich sage euch, es ist nicht einfach. Es ist auch schwierig, das zu verteidigen, wenn jemand frontal auf dich zuläuft, sage ich auch ehrlich. Zeig doch mal dann auch mal. Na, wer ist Julian überhaupt? Was, Pauli? Heppa! Weiter. Ja, rammeln. Yes! Warte, Julian, weiter geht's. Au. Nochmal. Mit Emote. Jürgen, darf er so mit dir reden? Bravo. Ja, jetzt Bravo. Ist hier mal ein bisschen Feuer. Das ist crazy. Drin. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt ist Feuer drin. Das ist Fitney, meine Freunde. Oh, ganz, so ganz ekelhaft dabei. Ah, okay, schwer mit Tempo raufzugehen. Oh, danke.
Stark. Oh, nee! Stark! Eieieiei! Oh, danke. Stark. Oh, nee! Stark! Eieieiei! Hier ist Feuer drin. Bravo, Jürgen. In seine Fresse. Oh. Wenn jetzt eine Gretchen kommt, dann haben wir alles erreicht. Wir sind gerade so sauer, ne? Guter Ball, Nando. Guter Ball. Guter Ball, gute Annahme. Er geht nur mit Tempo. Oh, zu weit. Oh, zu weit, okay. Können wir noch einmal Julian? Können wir noch einen? Noch einen? Ja, komm, ich will auch nochmal. Noch einmal Julian, bitte. Aber er hat ihn auch sehr gestellt. Er hat ihn sehr weit Platz lassen. Wenn er nach innen, nach rechts, auf rechts gezogen wäre. Er macht die ganze Zeit so. Ja. Hallo, macht's gut eigentlich. Dass er linken nicht zulässt. Bruder, ich sage, als Verteidiger ist es sehr schwer zu verteidigen. Das hier sowieso. Oder wenn du frontal auf einen Verteidiger raufläufst, ist es sehr schwer zu verteidigen. Ja, sehr, sehr. Wenn er es schlau macht, ist es eigentlich easy. Was sagst du dazu, dass er so klein gezeigt hat, ja. Nando? Ist ernsthaft jetzt? Hat er nicht schlecht gemacht. Ja, aber so, darf er so zu dir zeigen? Bekommt der Props? So? Von 90 Miles bekommst du so, okay? Ist okay dabei? Eine Finte. Oh, 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 oh. Wow. Oh mein Gott. Da ist Frust dabei. Nando, einfach nur Ball vorbeilegen. Außer er macht jetzt einen schönen Durchgang. Oh, 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 oh. Nein. Okay. Reicht. Danke, reicht. Also muss man aber ehrlich sagen, hat er Julian besser gemacht in dem Durchgang. Muss man ehrlich sein. Ich bleib bei meiner Entscheidung. Für mich ist Julian weiter. Gehen wir alle so mit, glaube ich. Ich auch. Leider, Nando. Nando. Aber Nando, trotzdem danke fürs Mitmachen, ja? Danke, Nando, Bruder. Also, den Mann kannte ich hier, damit ihr Bescheid wisst. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, glaube ich. Ja, mein. Haben wir den zusammengespielt bei in der Berlin-Liga, Verbandsliga, ist auch gerade hier im Chat. Die Leistung war ganz okay. Ich glaube, es geht aber auf jeden Fall noch besser. Aber ich wusste nicht mehr, ich wusste nicht, wo er jetzt spielt. Also ich weiß es nicht. Besser. Ich bin zufrieden, da ich nicht in der ersten Runde Nein niemals von Wilo bekommen habe. Du wurdest verschont, mein Lieber. Mach dir keinen Kopf. Keine Angst haben. Gut so, Kunde. Deshalb, ja, weiter geht's. Und danke für die Einladung, viel Erfolg ein. Sympathisch. Sympathisch. So, Freunde, nächste Challenge. Überleg mal, manche gehen da hin und einfach mit dem Ziel, kein Nein niemals zu bekommen. Nice. Shot im Halbfinale: Julian, Ümit und Sefa noch mit am Start. Und ich glaube, Sefa darf auch starten. Der Alaun hat eigentlich komm her auf Arabisch. Sefa, zeig mal. Oh, cool. Super. Aber er sieht doch echt noch sehr gut fit aus, ne? Muss ich sagen. Das ist der Einzige, der mir Profi-Vibes gibt. Ganz klar. Boah, jetzt schön langes Eck mit Druck. Aber Torwart gefällt mir heute auch wirklich gut. Ja, ist gut. Ja, immer gute Torhüter. Das ist Wahnsinn. Ha? Immer gute Torhüter. Reicht schwer, oder? Ah! Ja, war das. Ich sag immer, beim Linksfuß. Bei Rechtsfuß schon auch. Ja. Man muss nicht schwachen Fuß können. Spannend. Oh! Also ich sage immer so, was sage ich immer? 2 von 5 ist eigentlich Pflicht. 3 von 5 ist gut. 4 von 5 ist sehr gut. 2 gemacht, oder? 3? Nee, 3, oder? Aber das sieht halt, und der ist Innenverteidiger, ne? Das sieht halt einfach trotzdem nach Fußball aus. Der weiß, wer den Ball schießt und so. Ich finde 3 bei 5 Shot immer gut, ne? Ja. Richtig gut. Niemals St. Pauli. Oh, was? Druck ist jetzt schon da. Oh, mit links oder was? Oh mein Gott, ich erinnere mich gar nicht daran. Hey, oder? 1 gegen 1? Ich finde 3 bei 5 Shot immer gut, ne? Ja. Richtig gut. Niemals St. Pauli. Oh, was? Druck ist jetzt schon da. Oh, mit links oder was? Oh Gott. Oh, weia. Ich finde das gut. Ja, cool. Doch, Mann. Nein. Du stoppst auch immer ab, ne? Ich guck immer aus. Aber er hat abgestoppt, aber hat nicht ausgeguckt. Oh, gut. Ich liebe die Schlussfinte, ne? Oh, oh. War nicht reingemacht. Keine Ahnung, was da los war. Hat er nicht? Ich finde ihn trotzdem interessant, weißt du? Ich finde ihn noch sehr jung, sehr unreif. Aber ich sag auch, also Ansätze sind auf jeden Fall da. Pauli, da bist du schon. Also U19 safe? U19. Super, super. Was ein Ding. Boah. Super. Stark. Na, jetzt weißt du, dass YouTube schön, schönes Tor von dir gezeigt wird, wa? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Flach. Wow. Gut, Keeper.
unglaublich gehalten. Unglaublich gehalten. Offensiv hat er mir echt nicht so gut gefallen, 1 gegen 1 mäßig, ne? Er ist ja Flügelspieler. Technisch und so ist er super. Aber sieht gut aus, ist gut. Und er macht schon vieles gut, ey. Danke, Julian. So, Teammate von Gradel. Passiert. Passiert? Ja, jeder verschießt mit Elfmeter. Sag ich auch nicht. Viel spannender ist immer, ob dieses Clean daraus aus dem Konzept bringen lassen. So einen völlig unwichtigen Elfmeter, ob du den reinmachst oder nicht. Ach, Bruder, jeder verschießt mit Elfmeter. Das ist normal. Die Größten der Welt haben schon mal Elfmeter verschossen. Felix, danke schön für dein Prime, Bruder. Küss dein Herz. Ja. Schön. Super, super. Schön, wunderschön. Alter, oh, super Schuss, ja. Ich habe eigentlich gehofft, dass er verkackt, dass ich ihn rauswählen kann. Krass hier. Ich hasse das, wenn der Linke nicht mal so ein bisschen ist. Das ist auch bei mir. Wenn ich 10 Mal schieße, kommt 5 Mal genauso. Warte noch. Nein. Jockey. Deshalb sage ich, warte noch. Jockey. Ja, weil der lag nicht richtig, dass du ihn schießen kannst. Wenn ich 10 Mal schieße, kommt 5 Mal genauso. Warte. Ich würde den niemals so nehmen, ihm muss ich ehrlich sagen, Bruder. Ich würde den entweder warten, bis er komplett liegt, oder ich nehme ihn Dropkick. Wenn der Ball den Boden berührt, dann bapp. Aber so aus der Luft so zu nehmen, ist schwierig. Ich wusste das, ich habe es direkt gefühlt. Nein. Deshalb sage ich, warte noch. Dropkick. Ja, weil der lag nicht richtig, dass du ihn schießen kannst. Und das ist bei mir immer so, wenn sowas passiert, ist für mich immer so schwer. So, Freunde, bevor wir eine Entscheidung treffen, hören wir uns ganz kurz die Storys an. Und Julian, darfst gerne anfangen. Ja, genau. Also ich habe mit 5-6 in meinem Heimatverein 1. FC Neubrandenburg 04 in MV angefangen. Habe dann da bis zu U13 gespielt. Dann in Bravo, Imit. Bruder, du hast super geschossen. Kann man gar nicht sagen. In der U13 habe ich, sage ich jetzt mal, auf Kleinfeld sehr viele Tore gemacht. Ich glaube, über 30 Stück ungefähr. Dann war ich U14 beim Probetraining bei Hansa Rostock. Hat leider alles nicht geklappt wegen Corona und weil die bei uns auch in der gleichen Liga, C-Jugend-Regionalliga Nordost, gespielt hatten. Genau, dann habe ich ganz normal in meinem Heimatverein weitergespielt. Dann war ich U16 MV-Auswahl beim Turnier in Duisburg. Da wurde ich dann gesichtet von einem Pauli-Scout, wurde dann sozusagen beobachtet. Dann haben die mich auf dem Zettel gehabt, weiter beobachtet. Dann haben wir ein paar Monate später Testspiel gegen, also als U17 Neubrandenburg gegen U17 Hansa Rostock gespielt. Da haben wir leider 5-3 verloren. Da war der Pauli Scout auch da, hat er Bescheid gesagt gehabt. Da hab das ist viel zu viel, ja. Ich 3 Tore geschossen gehabt und dann war ich jetzt beim Probetraining und bin jetzt im Sommer hingewechselt. Der Bro spielt immer noch bei Neubrandenburg. Was war's? Willst du gar nichts fragen oder so? Ja, frag mal. Wie lange hast du Vertrag? 2 Jahre mit 1 Option beidseitig. Ah, ja, gut sogar. Okay. Die lernen da draus, wa? Die lernen da draus, wa? Die sagen nicht mal ein Jahr. Ihr lernt da draus, gut. Nicht mal nur ein Jahresvertrag. Wie kommt man doch auf sowas? Auch 2+1 auch gut. Nenn mal 3 Mitspieler bei dir in der Mannschaft. Tim Hoffmann, dann Enes Gedoglu und Nils Roth. Aber seine Geschichte an sich ist ja mit Probetraining. Ja, aber meistens sind die Storys so, dass die letzte Step einfach nicht zählt. Und dass er jetzt frisch erst dort ist, ist auch... Wieso hast du dich für Pauli entschieden? Ja, ich habe noch bei meinem eigenen Verein FC Neubrandenburg gespielt. Hab da keine richtige Perspektive mehr gesehen und dann halt zu Pauli ist halt ein Name. Zieht halt. Hast du noch andere Optionen? Nee. Okay, danke. Also habt ihr noch Fragen oder? Danke. So, bei mir bin Berliner, hab mit 5 angefangen hier in Berlin zu spielen. Über diverse Vereine auch in Berlin, dann letztendlich in der U17 zu Hertha Zehlendorf gewechselt. Dort ein gutes Jahr gehabt, bin dann rüber zu TB gewechselt in die Regionalliga. Sind dann dort aufgestiegen in die Bundesliga. Im U17 Jahr 7 Tore beigesteuert. Ja, stimmt. U17 damals, TB. Ich glaube U17 und sogar U19. Beide waren einfach Junioren-Bundesliga. Ist krass. Viele Talente auch von TB, ne? Tennis Borussia Berlin. Ich glaube, kennen bestimmt auch ein paar von euch, die nicht aus Berlin sind. Und am Ende des Jahres kamen dann auch Angebote aus der Bundesliga U19, wo ich mich dann letztendlich für Werder Bremen entschieden habe. Wir sind dorthin gefahren, wir haben uns das alles angeguckt, Trainingsgelände, Stadion, Internat, wo ich auch gelebt habe, hat gezogen und dann habe ich auch den Schritt gemacht. Habe dort einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben, 2 Jahre U19, wo ich dann auch norddeutscher Meister gewesen bin, sind dann leider im Meisterschaftsspiel gegen Hoffenheim ausgeschieden im Halbfinale. Alter.
Und im letzten U23-Jahr, wo wir dann in der dritten Liga waren, war es unglücklich für mich. Am Anfang Verletzung erlitten, dann kam ich nicht richtig rein. Wo ich dann auf die Spielpraxis setzen musste und mich dann auch zu dem entschieden habe, dass ich wieder zurück in die Heimat komme, nach Berlin. Hier in der Regionalliga bei BRK gespielt, dann auch zu TB gewechselt. Dort 2,5 Jahre gespielt, alle Spiele gemacht. Und 2020 wurde die Liga auch durch Corona abgebrochen, wurden aber durch Punkte pro Spielregelung Meister. Und dann ist was ganz Wildes passiert. Unser Trainer zu dem Zeitpunkt ist nach England gewechselt. Er hatte ein Angebot aus England und hat mir mitgeteilt, dass er mich gerne auch mitnehmen möchte. Am Anfang, muss ich sagen, war ich skeptisch, aber diese Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen. England. Was sagt ihr zu der Story-Chat bis jetzt? Wie kommt es für einen Außenstehenden rüber? Story ist okay, komisch bisschen, wilde Story. Zu lang, sehr lang, bisschen random, ist eigentlich gut, okay. Sehr gut. Kaufe ich safe ab, okay. Jeder weiß, wie geil es dort ist. Ich bin dann dort in die 5. Liga zu Ebbsfleet United gewechselt. Wie heißt der Verein nochmal? Ebbsfleet United. Sag ich doch, Bruder, ganz wild. Das stimmt, ich glaube, das stimmt sogar bis jetzt. Und dort war ich dann 2 Jahre, haben im 2. Jahr dann auch wieder um die Meisterschaft gespielt, Playoff-Finale leider verloren. Und genau, nach den 2 Jahren musste ich mich entscheiden, ob ich da ein Jahr verlängere oder ob ich dann in der Türkei es versuchen möchte. Wo in der Türkei? Er war bei Bremen. Ist dann zurück nach Deutschland zu, ich glaube, bei TB hat er dann gespielt. Er hat alles gespielt. Und dann ist er nach England in die 5. Liga. Hat da gespielt, dann haben die sogar qualifiziert um Aufstieg, haben dann aber nicht gewonnen. Genau, Bremen habe ich vergessen. Und also Bremen und dann Tennis Borussia, ich bin gerade rausgekommen. Da alles gespielt, der Trainer ist nach England, 5. Liga. Und er meinte zu ihm, dann kommst du mit nach England. Ja, genau. Und jetzt sagt er gerade, er hätte ein Jahr verlängern können und jetzt redet er weiter. Genau, nach den 2 Jahren musste ich mich entscheiden, ob ich da ein Jahr verlängere oder ob ich dann in der Türkei es versuchen möchte. Und BRK, habe ich vergessen, sorry. In der Türkei, genau. Ja. Habe mich dann für den Weg in die Türkei entschieden, zu meinem Heimatverein, zu Uşakspor in der türkischen 3. Liga. Bin dann dort ein Jahr gewesen, habe alle Spiele gemacht, war top. Wir haben auch unsere Klasse gehalten, was unser Ziel war. Und nach dem Jahr... Chat, 3. Liga... 3. Liga Türkei, mit was kann man es vergleichen in Deutschland? Ehrlich. Ober- oder Regionalliga so? Regio sowas? So in die Richtung ungefähr? Ober- oder Regionalliga? Ich kann es gar nicht einschätzen. Oberliga, Regionalliga, wa? So? Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich glaube, Verbandsliga nicht. Ich glaube, Verbandsliga ist zu wild. Ich glaube, so Ober- oder Regionalliga hätte ich jetzt gesagt. Ja, kam es dann zu Gesprächen aus derselben Liga mit Vereinen, die halt um den Aufstieg spielen sollten, unter anderem Ankaraspor und Menemen FK. Durch Unstimmigkeiten ist dann der Wechsel nicht zustande gekommen. Und dann war ich ein halbes Jahr vereinslos, weil es auch zu spät war, alle Vereine voll. Und dann kam im Winter 2024, jetzt im Januar, ein Anruf aus Mazedonien. Der Kontakt ist ganz einfach. Ich habe mich damals mit jemandem kennengelernt in England. Er war Berater. Ist dann mit seiner Berateragentur nach Mazedonien gegangen. Sie haben sich den Verein dort geholt und weil er mich kannte und einen Verteidiger brauchten, bin ich dann dort rüber gewechselt und bin seitdem jetzt dort. Das war der Mann, den ich noch so kannte. Haben wir nicht sogar bei BRK ganz kurz zusammen trainiert? Genau. Ganz kurz. Ich habe zu 10 Tage mittrainiert. Ich kenne ihn auch. Ich kenne ihn auch durch Ahmed, durch einen anderen Kollegen. Und ich weiß, dass vieles stimmt bis zum. Das mit England, 5. Liga. 5. Liga? Zuerst 5. Liga eigentlich, aber wieder durch Corona-Punkte pro Spielregelung 6. abgestiegen. Das stimmt alles, aber ich weiß halt nicht, ob das letzte mit halbes Jahr Pause und dann Scorpio. Kann er immer noch, dass er 3. Liga spielt. Ja.
Aber ich weiß doch sonst, dass seine Geschichte, also diese ganzen Steps, weiß ich. Ich hab's so ein bisschen mitverfolgt, weil du weißt doch, man repostet doch was. Und der eine Kollege hat dann auch ihn immer gerepostet, ich hab's gesehen. Das weiß ich. Aber ob er jetzt halt bei Scorpio ist, das ist halt die Frage, ne? Haben wir bei Bremen gegeneinander gespielt? Müsste sein, ja. Das zweite Jahr, U19. Wie ist das finanziell in Mazedonien? So finanziell, bis auf ein paar Vereine, die auch, wo man auch gut verdient, sind die anderen so Mittelmaß. Oder warum aber Mazedonien? Krass, dass du so einen Schritt wagst. Hast du, also bist du alleine oder bist du alleine hin? Ja, alleine. Also ich sag mal... Digga, wenn diese Story stimmt, was ist denn das für eine geisteskranke Geschichte? England, 5. Liga, dann Türkei, 3. Liga und dann Skopje, Mazedonien. Wild. Absolut wilde Geschichte, muss ich sagen. In der Vergangenheit mit England und in der Türkei alleine hingegangen, war für mich auch gar kein Problem mehr, den Schritt auch dahin zu gehen. Neue Chance im Ausland, vielleicht kann man da was erreichen. Und, ja, bis warum jetzt, bist du jetzt nicht drüben? Wie bitte? Warum bist du jetzt nicht drüben? Wir haben jetzt am Wochenende frei quasi. Unsere Saison beginnt nächste Woche. Und bei mir, genau, bin jetzt erstmal hier bei der Familie. Aber du hast schon da jetzt gespielt, oder? Genau, genau. Wie lange? Halbes Jahr jetzt. Seit Januar. War gut. Also am Anfang, weil ich ja vereinslos war, gebraucht ein bisschen reinzukommen, aber dann lief gut. Also Stammspieler jetzt? Genau. Wie ist das Niveau dort? Ich würde sagen, zwischen Regionalliga und 3. Liga. Ist dein Verein ein guter Verein? Ich sag mal so. Ich will nicht, dass du den Verein schlecht redest, aber also ist du schon, weißt schon so vom. Die Ansätze sind nach oben quasi, ja. Okay. Okay. Was verdient man da so? Spanne? Im Durchschnitt bei guten Vereinen schon über 10, 20. Boah, überleg mal. Man unterschätzt immer so, wie lange man auch in. Man kann immer irgendwie Geld verdienen mit Fußball. Und auch viel. In anderen Ligen und sowas, ne? Das ist heftig, ey. Okay. Und bei kleinen Netto? Vereinen zwischen 2 bis 5. Brutto, fünf, oder? Okay. Wie? Brutto? Netto. Boah, da ist auch Brutto, ja. Ich glaube ihm vieles, aber ich weiß halt nicht, ob das letzte so mit Skopje ist. Hätte seine Geschichte hätte geiler sein können. Also er ist ein guter Fußballer, haben wir ja alle gesagt. Ja, das ist der Beste. Super englische Bälle, überlegt mit Abschluss und sowas, Körperhaltung, so, fit. Ja. Ja, stimmt. Nur das ist das, was mir so zum Grübeln gibt. Mal gucken, was ihr mit sagt. Also ich bin auch gespannt. Ich bin auch auf gespannt. Ich bin auch gespannt jetzt. Max Gradel. Danke dir, Stefan. Danke, Stefan. Also ich komme aus Bonn ursprünglich, das ist in der Nähe von Köln. Habe da gespielt beim Bonner SC bis zur U17. Dann habe ich da meinen Realschulabschluss fertig gemacht. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, durch einen Kontakt nach Sivas, meiner Heimatstadt zu gehen, zu Sivaspor. Habe dann da 2 Jahre lang U19 Super League gespielt. Habe nach meinem zweiten Jahr meinen Profivertrag unterschrieben und wurde dann direkt zum ersten Herrenjahr ausgeliehen in die 3. türkische Liga zu Sivas Belediyespor. Das ist so ein Partnerverein von Sivaspor. Der ist so direkt daneben. Habe da das letzte Jahr verbracht. Habe da meine Saison gespielt, habe meine Vorlagen und meine Tore geschossen und bin jetzt zur neuen Saison wieder zu Sivaspor in die erste Mannschaft dazugestoßen und habe die komplette Sommervorbereitung mitgemacht. Wo wart ihr Vorbereitung? Wir waren in Bolu. Das ist so ein Gebiet, ein bisschen höher in Türkei. Wie lange hast du einen Vertrag unterschrieben, Profivertrag? Ich habe 3 Jahre unterschrieben. Was? Boah, Digga, irgendwie Anspannung gerade, ich weiß auch nicht warum. Für einen Kontakt? Wie bitte? Was war das für ein Kontakt, wie du nach Sivas gekommen bist? Mein Vater hat früher schon in Sivas gespielt, auch bei Sivaspor. Profi? Nein, in der Jugend. Okay. Und dann hat er auch bei Sivas Belediyespor gespielt, bei dem anderen Verein. Dadurch kam der Kontakt, er kennt halt ein paar Leute im Vorstand. Dadurch kam der Kontakt zu den Jugendleitern und dadurch kam auch das Probetraining zustande. So bin ich dann nach Türkei gekommen. Warum bist du jetzt gerade hier? Türkische Liga. Heute ist ja Derby, ne? Gala. Echt? Super Cup. Oh, geil. Die Saison fängt nächste Woche Samstag an. Das ist ein Spiel gegen Trabzon. Wir haben jetzt die Vorbereitung abgeschlossen gestern. Ich bin nach Berlin geflogen, halt mit meinen Jungs zu chillen, ein bisschen einen ruhigen zu machen, 2 Tage zu entspannen, um jetzt wieder am Montag richtig angreifen zu können. Ist die Frage, ob das ein ruhiger ist mit dem Flugstress und so, ist jetzt nicht gerade ruhiger. Ja, geht halt für mich. Alles okay. Das geht schon. Ich sag auch so, noch mal kurz bevor Saison beginnt, aber trotzdem sage ich schwer. Wen nehmen wir raus? Glaubst du, du kommst Kader, erster Spieltag? Inshallah.
Bravo. Wollen wir aufschreiben? Ja. Habt ihr genug gehört? Ja, ja. Dankeschön, Männer. Die wurden vor 10 Jahren. Türkei, ihr seid mir nicht böse. Türkei, erste Liga. Hör mir mal zu. Nein, da sind schon auch gute Spieler, Bruder. Ja, sind gute Spieler, aber ich habe Leute gesehen, die erste Liga gespielt haben. Was kommt denn da jetzt? Die haben nichts mit Fußball zu tun am Hut. Sorry, aber wenn du als junger Spieler, 20 Jahre alt, 20 Jahre alt bist du nicht mit? 20 Jahre alt, Bruder, nichts gegen dich. Ein 20-Jähriger, der in der ersten Liga bei einem türkischen Verein spielt, ja, der muss ein Supertalent sein. Der muss ein Supertalent 20, sein? Ja, nicht super, aber der muss schon, wenn du als 20-Jähriger Türke, da musst du schon echt was drauf haben. Ja, kommt aus der eigenen Jugend. Würdest du sagen, die türkischen Mannschaften sind dafür bekannt, dass sie junge Spieler hochziehen? Türkische Ligen sind sowieso generell Gänsehaut. Die ersten Top 5? Das wird hört mir zu, die türkische erste Liga hat mit Fußballspielen nichts am Hut, außer die ersten Top 5. Davon. Das ist Vogelwitz. Was willst du denn gerade sagen? Ist mir egal, das könnt ihr reinstellen, wie ihr wollt. Türkische erste 5, okay, fein, die können ein bisschen, aber darunter, glaubt mir, das hat nichts mit Fußball zu tun. Vogelwitz, Kick and Rush, Kick and Rush, Kick and Rush. Keine Taktik, kein gar nichts. Gib ihm und schieß. Also sagst du, Kayserispor ist schwer? Welcher Platz wäre Gala in Bundesliga? Ganz kurz Subchat aus. Ganz kurz Subchat, aber ganz schnell, ganz kurz Subchat aus. Einer meiner Mods, bitte ganz kurz Subchat aus. Boah. Ich will gar nicht nach dem Video, ich schwöre es euch, ich will gar nicht, aber guck, er kriegt viele Ws. Er kriegt viele Ws. Krass. Crazy. Alter Schwede. Ich sag euch ehrlich, ich dachte, der wird jetzt hier auseinandergenommen bei mir im Chat. Boah. Okay, wir gucken weiter. Ja, ich mach wieder Subchat. Seid mir nicht sauer, Chat. Alter, ich muss sagen, viele Ws habe ich gerade gesehen. Crazy. Ich dachte wirklich jetzt, Panne wird einen Shitstorm, also nicht einen Shitstorm bekommen, aber ich dachte wirklich, viele werden jetzt sagen, Digga, was labert der und so. Crazy. Gala, Fußball zu tun, Vogelwitz, Kick and Rush, Kick and Rush, Kick and Rush. Keine Taktik, kein gar nichts. Gib ihm und schieß. Also sagst du, Kayserispor ist schwer? Welcher Platz wäre Gala in Bundesliga? Gala? Würde um mitspielen, Top 4. Überleg jetzt, was bravo, bravo. Gala Top 4. Bravo. Die ersten. Ultraslan. Fener, Gala, die sind alle. Was mit Trabzon zum Beispiel? Alter. Wir können ja mal umdrehen, was wir aufgeschrieben haben. Alter. Ich will eigentlich die Kommentare gerade angucken, ne? Das ist heftig. Ich habe nacheinander. Ne, immer nacheinander. Ich habe Ümit aufgeschrieben. Ich sag, bei mir reicht's. Bist weit gekommen, Halbfinale, hast du es auch wirklich gut gemacht, aber ich sehe die anderen beiden realistischer und auch tatsächlich besser. Safer ist für mich Topfer. Wir gucken danach die Kommentare an und wir gucken danach auch Transfermarkt. Safe diesmal. Und es wird nicht weggeschnitten, bitte, Kerem, ja? Favorit. Und Julian, mir gibst du gute Vibes, muss ich sagen. Kann ich mir richtig gut vorstellen, dass du bei Pauli bist. Was, Bilo Statement? Bruder, ich sage Fenerbahce, also mein Call ist Fenerbahce, Gala, auch Besiktas, die würden alle unter den ersten 7 sein. Das ist mein Call. Der Rest, keine Ahnung. Vielleicht Besiktas. Vielleicht Besiktas nicht. Ihr sagt, Fenerbahce und Gala würden nicht unter den Top 7 sein in Deutschland? Digga, jetzt haben wir hier eine Diskussion. Jetzt haben wir hier eine Diskussion. Sagen wir mal nur Fenerbahce und Gala. Stopp, warte. Wir sagen. Oh, ich schwitze richtig. Wir sagen nur Fenerbahce und Gala. Wir sagen die beiden. Ihr sagt, die würden nicht unter den ersten 7? Crazy. Einmal bitte nochmal kurz Subchat aus. Bitte einmal ganz kurz nochmal Subchat aus. Nuno Stabil, Dankeschön für 3 Monate, Bruder. Ich will gucken, ich will wissen, was die anderen sagen. Top 10, 8 oder 9, Top 7 schon. Nur Gala Top 7. Easy sogar, Top 10, Top 10, Top 10, Top 5. Top 12, Top 12. Okay, okay.
Top 7. Okay, krass. Krass, wie die beiden eingeschätzt werden in der Bundesliga. Crazy. Aber okay, guck mal, wenn man so überlegt, Dortmund, Bayern, RB. Wer war da noch? Leverkusen, Stuttgart. Es ist, glaube ich, nicht so leicht. Oh, Alter. Okay. Krass, ich wollte einfach mal nur eure Meinung wissen. Crazy. Ich mache jetzt wieder Subchat rein, ja? Nur kurz nochmal. Okay. Meine persönliche Meinung. Oder ich will so einfach nur sagen, plus eins. Bei mir ist auch alles 1 zu 1. Und ich gehe genau 1 zu 1. Gute Vibes, muss ich sagen. Finale hast du es auch wirklich gut gemacht, aber ich sehe die anderen beiden realistischer und auch tatsächlich besser. Sefa ist für mich Top-Favorit. Und Julian, mir gibst du gute Vibes, muss ich sagen. Kann ich mir richtig gut vorstellen, dass du bei Pauli bist. Meine persönliche Meinung. Oder ich will so einfach nur sagen, plus 1. Bei mir ist auch alles 1 zu 1. Und ich gehe genau 1 zu 1 mit. Genau das Gleiche. Ich glaube, ich mit will. Nee, oder? Ja, ich auch. Also ihn mit. Aber wir haben einen, der was anderes hat. Meins habe ich ja schon gesagt. Ich habe Jürgen draufstehen. Ja, Ümit, ich habe an dich geglaubt. Ich habe auch an deine Geschichte vielleicht ein bisschen geglaubt. Deswegen, Jürgen, ich habe selber im MMV gespielt. Also so deine ganze Geschichte ist schlüssig. Ja, außer so die letzten Sachen mit St. Pauli. Das war, weiß ich nicht. Aber du hast es trotzdem gut gemacht. Und ich glaube sogar, dass du es bist, obwohl Sepa bis jetzt mit Abstand der Beste ist. Aber ich glaube trotzdem, sein Ümit ist es. Ist der das wäre krass, ich höre. Also dann, wenn das ist, Ümit, crazy. Ich wollte euch fragen, ob ihr mir den Grund nennen könnt, warum ihr mich rauswählt. Also ja, ehrlich gesagt, für mich reicht es nicht für erste Liga Türkei. Für sie war es ordentlich als Jugendspieler, meine Meinung. Aber ich sag ja immer, meine Meinung muss nicht richtig sein. Vielleicht spielst du bei Sivas. Dann entschuldige ich mich danach bei dir und sag, ich lag falsch. Weißt du? Sollst du auch. Ich schwöre, Ulan, Ümit. Leon, danke schön, mein Bruder. Weiß ich sehr zu schätzen. Was? Ich soll mich danach bei dir entschuldigen? Hä? Einen Grund nennen könnt, warum ihr mich rauswählt. Also ja, ehrlich gesagt, für mich reicht es nicht für erste Liga Türkei. Für sie war es ordentlich als Jugendspieler, meine Meinung. Aber ich sag ja immer, meine Meinung muss nicht richtig sein. Vielleicht spielst du bei Sivas. Dann entschuldige ich mich danach bei dir und sag, ich lag falsch. Weißt du? Solltest du auch. Wie bitte? Solltest du auch. Wenn du recht hast damit? Nein. Ich sag doch, die Leute. Verständlich, das ist meine persönliche Meinung über Fußball. Und wenn ich lieg ja nicht immer richtig, ich lieg auch oft falsch. Und wenn es am Ende so ist, dann ist es so. Pana Abi hat am meisten Ahnung in der Jury, finde ich, ja. Danke. Pana Abi. Hast du häufiger gehört schon? Pana Abi? Pana Abi nicht, aber dass ich Ahnung habe, das habe ich öfters mal gelesen und gehört. Aber wie gesagt. Ich weiß doch, Bruder, alles gut, Habibi, ich mache nur Spaß. Gehört dazu, Bruder, ein bisschen sticheln, ein bisschen ärgern. Das ist Fußball, geil. Emotion. Das ist immer alles sehr, sehr schwierig. Wir entscheiden nur die Leistung, was wir sehen. Nicht. Ja, ich glaube an dich. Warte aber mal ganz kurz, bitte. Was sagst du, warum, Sidney? Ich sag auch, es reicht nicht. Ja, guck ihn doch dabei an, wenn du es ihm sagst. Aber Sidney sagt auch, reicht nicht. Aber du bist 20, du bist noch jung, du kannst dich noch, was heißt, weiterentwickeln. Den Sprung zum Profis ist immer auch nicht so einfach. Aber wir hatten auch viele Jungspieler dabei, wo du gedacht hast, so, die haben ja auch nichts verloren. Ja? Aber trotzdem sieht man ja immer irgendwas in den Jungs. Rein theoretisch muss man vom Fußball nicht mit Sefa gehen, aber ich glaube so, deine Geschichte, wenn man diese hört, ich finde es gut. Aber könnte von der Leistung her ist es aktuell. Bruder, wie mit, wenn du da hinkommst und du sagst, du spielst, gib mir mal jetzt einen Verein, keine Ahnung. Gib mir mal irgendeine U23 in Deutschland oder sowas, weißt du? Es ist halt Sivas, Bruder. Wenn man da hinkommt und man sagt Sivas, ist es halt direkt für mich so,
Ah, okay. Sepper, Punkt. Oder Sivasspor, also bei aller Liebe. Du tust ja so, als wäre Sivasspor. Die haben Europa League gespielt vor 8, 9, vor 8, 10 Jahren. Ja, 9, 10 Jahren. Boah, nee, bitte nicht. Und Hertha hat Champions League gespielt vor 15 Jahren. Sind jetzt vor 30 Jahren. Bravo. Ja, okay. Vor 20. Jetzt kommt nicht mit Geschichten vor 8 Jahren. Denkst du, ich kann kein Europa League spielen? Nein, Bruder. Nein? Auf gar keinen Fall. Schwer. Oh. Alles gut. Jetzt habe ich auch ein bisschen Angst. Also. Ich sag ja, Bruder, wenn das danach du bist, ich komm zu dir, gib dir die Hand und entschuldige mich. Danke. Nein, Bruder. Nein? Auf gar keinen Fall. Nicht. Und Hertha hat Champions League gespielt vor 15 Jahren, sind jetzt vor 30 Jahren. Bravo. Ja, okay. Vor 20. Jetzt kommt nicht mit Geschichten vor 8 Denkst du, ich Jahren. Kann kein Europa League spielen? Nein, Bruder. Nein? Auf gar keinen Fall. Schwer. Was ist los, Bruder? Was soll ich machen, Bruder? Ich muss da auch ehrlich meine... Digga. Oh, alles gut. Jetzt habe ich auch ein bisschen Angst. Also. Ich sag ja, Bruder, wenn das danach du bist, ich komm zu dir, gib dir die Hand und entschuldige mich. Danke, dass du mitgemacht hast. Entscheidung steht. Somit haben wir im Finale, glaube ich. Dankeschön. Danke dir. Emil, ja. Danke. Emil, Dankeschön. Ciao, Labe. Sehr sympathischer Mann. Ja, ich finde meine Leistung ganz okay. Ist ganz okay gewesen. Ist ausbaufähig. Ich weiß. Geh ich mit. Besser. Aber ja, dann hat es heute nicht für mehr gereicht. Ich bedanke mich trotzdem, dass ich dabei sein durfte. Freunde, Mode ist immer ein wichtiges Thema. Bruder, natürlich gut. Auch für mich. Ich persönlich mag es aber ehrlich gesagt nicht so, auch zum Technologie zusammenzustellen, was ihr so feiert. Und Julian fängt gleich offensiv erstmal an. So, Finale: Sefa gegen Julian. Gerne. Das ist ja sauer. So, Pauli U19. Frischer Transfer, das heißt, die müssen richtig viel in ihn sehen. Super verteidigt. Vor Feierabend. Der wird keine Chance haben. Wir können jetzt schon auf und Zepfer wird das gewinnen. Und 19 Bundesliga ist natürlich auch 8 Jahre Unterschied. So. Bruder, aber ja. 19 Bundesliga ist Qualität. Ja. Aber ist jüngerer Jahrgang, 17 Jahre alt. Das. Aber das ist ein neuer Transfer. Das heißt, Pauli sieht in ihm, dass er vielleicht Profi wird. Auch Stamm spielen muss, mäßig. Ja, und er sieht, dass er Profi wird, sonst würden die ihn schon. Das Ding ist halt. Warum soll man noch in einem 19 Spieler holen? Das ist halt undankbar, weil ein Kind spielt gerade gegen einen Mann. Das ist so, da fängst du an. Alter, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich bin da ein bisschen anders. Ich sage mittlerweile, ihr wisst, wie es geworden ist. Bruder, ein 18-, 19-Jähriger kann locker mit einem Mann mithalten. Siehe Lamine Yamal. Also, mehr brauchen wir ja gar nicht. Das schon an. Ich bin aber auch mit 18 Profi geworden und habe gegen Männer gespielt. Guck mal, Lamine Yamal. Ehrlich, Johnny, hast du wirklich? Siehst du das so? Krass. Ich sage, man, ein Offensivspieler, selbst wenn er gegen einen Mann-Verteidiger spielt, finde ich, siehst du keinen Unterschied. In der heutigen Zeit, meine Meinung. Gerade bei einem 18-, 19-Jährigen. Das darfst du so nicht. Ja, das ist jetzt extrem, aber die Ausnahmen. Das sind aber absolut. Das ist jetzt extrem. Ja, okay, das sind Ausnahmen. Ja, Bruder. Das ist jetzt, ja. Trotzdem rein theoretisch, wenn du junger Spieler bist, der bei den Profis mitspielt, spielst du auch gegen Männer, da kannst du auch nicht. Genau, so, ich sehe das so wie Panne, muss ich ehrlich sagen. Wenn du natürlich Körper gegen Körper ein bisschen hinten dran bist, ja, von der Physis her, dann ist das okay, aber ihr sollt hier in 1 gegen 1 vorbeigehen. Ja. Das war ja gerade gar nichts. Boah, das war stark. Macht er gut. Ja, komm, aber dann macht er den letzten Step. Bewegung war nicht schlecht, ich schwöre, die Bewegungen von Julian sind nicht schlecht. Ich konnte noch, ne? Ja. Also. Komm. Du musst links, ja. Nee, Bruder, das ist zu wenig. Nee, das reicht wirklich. Das ist zu wenig für U19 Bundesliga. Danke, reicht. Einmal Position tauschen, bitte. Das laufen für mich keine richtigen Englischen, ne? Aber mit 19 konnte es auch noch nicht so gut. Oh, kann gar nichts machen. Guck mal, Digga, IV. Der andere muss ein Tor machen. Oder IV. Nee, übel das. Boah, nein, ist der leichte. Was habe ich geachtet gerade? Hochgechippt. Ja, eine Aktion noch und dann ist gut. Hochchipper. Dieser eine kleine Hochchipper, wenn er den Fuß rausmacht, kann, kommt kann. Er nicht ran. Weißt du, wer das immer gesagt hat? Andi Thom. Jeden verboten zu dribbeln. Sein Meistertrainer. Bisschen. Ja. Opa. So einfach. Oh, oh. Super. 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 Boom. Jeden verboten zu dribbeln. Super Kontakt. Super Finte. Super vorbeigegangen. Cleaner Durchgang, wirklich gut gemacht. Ja. Meistertrainer. Bisschen.
Opa. Ist so einfach. Hopp. Super. Danke. Dankeschön. Sefa, wir wissen Bescheid. So, Freunde, müssen... Ja, fühle ich ihn mit. Jetzt eine finale Entscheidung treffen. Wer möchte anfangen? Achso, schreiben wir die auf, den wir... Nee, brauchen wir gar nicht mehr aufschreiben. Jetzt also aufschreiben, brauchen wir es... Also letztendlich war es ja hinten aus klar. Es hat sich auch schon die ganze Folge oder beziehungsweise die ganze Zeit angedeutet. Für uns ist es Sefa. Jörn hat sich gut geschlagen beziehungsweise gut verkauft jetzt gerade zum Schluss noch. Aber Sefa hat heute einfach total überzeugt. Das ist meine Meinung. Ich schwöre es euch, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch kommt oder ob das jemand sagt. Aber bei Gott, Sydney und ich, er hat mich nach dem ersten englischen Ball von Sefa, haben Sydney und ich gesagt, wir entscheiden uns für Sefa, dass er es ist. Ich schwöre. Bei Gott. Aber ob es so ist, werden wir jetzt sehen. Ich weiß es nicht. Also fußballerisch auch sehe ich ihn als besten Spieler. Ja. Boah, das, man muss sich mal überlegen. Der macht den ersten englischen Ball. Ja, wir meinten direkt. Und wir meinten direkt eigentlich, ne? Das ist eigentlich so eine einfache Sache. Ja, aber es ist geisteskrank. Aber das glauben dann immer uns Leute nicht. Die denken dann immer, die labern nur. Aber wir haben wirklich den ersten englischen Ball gesehen und wir haben gesagt, wir denken, er ist es. So aber clean das kann man sonst und nicht. So einfach. Das macht ein Fußballer, der auch einfach... Man kann es nicht beschreiben. Ist einfach der so ein Qualität Gefühl. Hat, ja. Jetzt schreibt irgendeiner aus Bezirksliga, ich kann auch englische Bälle. Schreibt das in Kommentare. Die schreiben sowieso immer, was sie wollen. Dann hätten die mich ja auch genommen. Wir sind uns relativ sicher, dass es Sefa ist. Und ich glaube, jetzt der Moment kommt, da darf bitte unser Pro-Spieler bitte vorne kommen. Maske macht diese Show. Ah, ja, cool. Oh nein. Oh mein Gott, das ist jetzt geisteskrank. Ich schwöre, ich habe auch Angst. Super, Wallah, ich wusste nicht genau, weißt du was? Einmal Subchat bitte aus. Was sagt die Chat? Was? Ich sage euch ehrlich, ich fand die Folge eigentlich, ich fand die in Ordnung. Ich habe überlegt, ich habe ja viel auch gesehen, verfolgt und so. Und Sefa war derjenige, den ich halt auch kannte als zweites, aber ich wusste nicht, ob der letzte Step halt so... Ich wusste das mit England, das habe ich gesehen gehabt. Und es war die Zeit gewesen, wo ich selber noch so ein bisschen gezockt habe und dachte so, ey, eigentlich... Crazy, war kranke Story, ich werde auch noch Profi, halt Real Talk so. Geiler Transfer, warum mache ich nicht auch sowas? Krass, stark. Halt einfach Scorpio. Mazedonien, einfach mal den Schritt gewagt und bis jetzt läuft's gut. Ja, wenn du nicht weißt, was du machen sollst und wiederkommst nach Berlin, Delay ist, wir brauchen vielleicht noch ein, zwei. Ich glaube, da macht viel, ja, ist ja Kohle halt, ne, auch da bestimmt. Ich habe eine Frage. Hast du bei TB mit Eli zusammengespielt? Mit wem? Elias Nerlich? Ja. Nein. Und Feedback und? Ich sag mal, sehr engagiert. Ja. Soll jetzt kein Schuss gegen ihn sein. Geiler Typ, geiler Charakter. Davon mache ich jetzt gleich eine Story. Wenn ich schlafen gehe, mache ich es mir ganz groß auf dem Bildschirm. Am Fernseher mache ich mir YouTube an und mache es ganz laut und will genau diese Antwort laut. Naja. Alles gut, Bruder. Wenn ich einen in der Mannschaft habe, jemand fragt mich nach ihm und sagt, er war engagiert, aber geiler ja, Typ. Ja, ja. Das sagt alles. Okay, danke. Ja, ich sag ganze Reaction lang, Eli sagt so, den kenn ich, hab mit denen zusammengespielt. Und dann sagt er einfach... Und dann sagt er am Ende angespielt. Yes. Viel Erfolg, bleib gesund. Ja, Bruder, hol das Beste raus noch, ne? Spielen. Mr. Mystery, jetzt sind wir gespannt. So, mach die Maske ab, Alter. Was kriegen wir hier geliefert? Kannst du uns einen Tipp geben? Gib mal Tipp erstmal. Kennen wir dich? Kennen wir dich? Sehr gut. Das ist schon mal gut, dass wir dich... Ich schwöre es euch. Ich schwöre es euch. Ich habe ihn ein bisschen am Laufstil erkannt, aber ich wusste nicht, wer es ist. Ken. Wo hast du gespielt? Kennt Sydney dich? Kenn ich dich? Kennt Bilal dich? Ja, ich, an deiner Laufart kannte ich dich irgendwoher. Du nicht? Wieso ihr alle? Ich nicht. Ja, dann gerne. Dann zeig mal her. Rede mal erstmal nur für dich. Sagen, wo er spielt erstmal. Wo spielst du jetzt gerade? Landesliga. Ich weiß, okay. Ich hab die Stimme schon. Ich höre dich. Ich hab die Stimme. Nicht Redi, oder? Doch, ich hab die Stimme schon.
Ich sag doch, ich hab's erkannt. Oh mein Gott, das Redi. Ich hätte die Stimme direkt. Ich hab's doch an deinem Laufstil erkannt, die Stimme krieg ich, Bruder, von. Oh. Ich hab's doch an deinem Laufstil erkannt. Schwer war unter Maske, war? Also sehr schwer, aber keine Ausrede, es lag nicht an der Maske. Wenn, dann eher an den Schuhen. Das sind von Justin. Werbung gerade. Ausredi. Ey, ihr seid doch so schlimm, ja. Ach, Leute, Alter. Es war ein bisschen spontan. Ich bin gestern zu ihm gegangen, habe bei ihm übernachtet. Vor allem wegen dir. Ja. Deswegen habe ich auch nicht geredet. Er würde mich sofort erkennen. Zu deiner Leistung? Ha? Zu deiner Leistung? Nee, absolut nicht gut. Aber ich kann auch noch 10-mal hierher kommen, 10-mal dieses Format mitmachen. Wenn ich Glück habe, bin ich einmal davon gut. Weil ich bin einfach ein Typ, der draußen, also für draußen gedacht. Ich renne einfach durch, mache 1 gegen 1. Das sind so meine Stärken. Ansonsten Technik. Du gibst halt nie auf, egal was jemand genau, sagt. Genau, einfach weitermachen. Läuft Beine. Auch immer besser. Zeig diese Beine nochmal, diese Schenkel. Was für geile Beine, Alter. Ja, jetzt ist die Sonne weg, jetzt sind die nicht mehr so gut, aber... Baby. Ist schon auf jeden Fall in Ordnung, ich bin Alter. Am Trainieren, ich habe jetzt oben sehr viel abgenommen. Dass ich zeig mal her, wenn du zeigen willst. Ich bin noch nicht in Topform, aber... Trau dich zeig hier. Mal her. Wo ist die Sonne? Ah, andersrum. Aber, ja. Auch schön, sehr trainiert. Oh, sieht schon sehr stabil aus. Aber ich sag ja, du kannst einen Körper wie Adonis haben. Wenn diese Fußball-Dings da nicht da ist, dann ist es schwierig. Stark aus. Stark. Geht noch mehr auf jeden Fall. War wieder cool mit dabei zu sein. Wie gesagt, ich kann noch 10-mal mitmachen. 9-mal wird davon höchstwahrscheinlich schlecht sein. Bruder, red dich, egal was dir jemand sagt im Leben, hör auf, dich schlecht zu reden. Nein, ich red mich nicht schlecht. Ich egal nur, was ich sage, egal was Panne sagt, egal was die sagen. Nee, nee, ich red mich nicht schlecht, aber das ist Fakt einfach. Wenn wir jetzt sagen, machen wir ein Spiel draußen auf dem Großfeld, dann sage ich, ich bin 9-mal gut von 10-mal. Das ist dann ein Gegenteil. Ja, das fand ich heute nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Heute war Katastrophe. Aber ich habe auch mitbekommen, dass du heute herkommst. Und darüber habe ich mich auch sehr gefreut, weil da ein bisschen, du weißt ja, zwischen uns war, aber kein böses Blut auf jeden Fall. Wir haben auch geschrieben, Bruder, du weißt. Ich möchte dich auf jeden Fall hier offiziell herausfordern. Bravo! 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 Ich respektiere alles. Ich gehe auch cool damit um. Tut mir leid, Redi, aber ich guck dich. Tag und Nacht. Ich hoffe, du bist gerade hier im Chat. Tut mir leid, mein Bruder. Du bist sowas von absolut geguckt von mir. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du wirst Tag und Nacht geguckt, Junge. Dumm. Aber ich will trotzdem einfach für mich dich herausfordern. Aber an was? Also schlag egal, die Bühne oder was meinst du jetzt? Paar Übungen einfach. Da sitzt du auf deinen Sessel und macht immer so, nee, nein, niemals, ne? Genau. Kloppt da Sprüche rum. Ich nehme die Herausforderung natürlich an. Freut mich sehr. Sehr, sehr gerne. Aber mit anderen Schuhen bitte. Sehr, sehr gerne. Weil die sind einfach mal zu groß. Also nicht wegen Ausrede oder so. Ich wäre so oder so heute schlecht. Aber bitte. Für die Zuschauer, er spielt mittlerweile, das weiß ich bei Redi, er spielt mittlerweile Landesliga. Landesliga ist eine unter Verbands, ne? Ja, genau. Das ist, das ist bei uns Verbandsliga. Also unter Ober. Das ist unter Oberliga. Welche Position spielst du da? Bruder, du bist halt eher, darf ich sagen, wie ich einschätze? Du bist halt eher ein Spieler, der ackert, der Gas gibt, aber deine technischen Qualitäten müssen halt noch ein bisschen so... Genau, das auf jeden Fall. Zuhören. Zuhören. DJ Jandy, guck dir meine Spieler an. Mit 3 Knie-OPs. Invalide. 10 Kilo zu viel. Und guck, was ich mit den Spielen mache von Delay Sports. Erzähl mir nichts, okay? Habibi? Auf jeden Fall. Aber du ackerst, du bist Körper. Ich acker, ich bin schnell, ich bin körperlich stark und ich habe eigentlich auch einen guten Schuss mit passenden Schuhen. Wir hatten jetzt letzte Woche unser erstes Pokalspiel. Mein erstes Spiel habe ich auch direkt getroffen, 11 Meter rausgeholt. Die sind zu langsam für mich in der Liga, das ist mein Vorteil. Und jetzt morgen beginnt mein erstes Spiel, beziehungsweise unser erstes Ligaspiel. Und jetzt will ich auf jeden Fall weiterhin 100% geben. Nein, wir haben auch gegen Verbandsliga gespielt und gegen, nicht Oberliga, Verbandsliga und Landesligamannschaften. Da habe ich auch gut gespielt. Hört auf, mir sowas hier zu erzählen. Ich brauche sowieso niemanden mehr zu beweisen. Juckt mich doch nicht. Aber ich sage nur, ich spiele mit 10 Kilo zu viel plus 3 Knie-OPs. Dass ich überhaupt noch so spielen kann, ist schon in Ordnung bei mir. Sage ich euch ehrlich. Ich bin ein Wrack. Meinung hat sich nicht geändert. Ich will. Aber Bruder, du musst auch. Frag Panne nochmal. Du darfst nicht realitätsfern sein. Das ist auch wichtig. Panne, da war doch was zwischen euch. Ja, aber ich wollte gerade sagen, ich will. Hab ich gesagt? Warte mal. Prozent geben. Meine Meinung hat sich nicht geändert.
Ich will. Aber Bruder, du musst auch. Frag Panne nochmal. Du darfst nicht realitätsfern sein, das ist auch wichtig. Panne, da war doch was zwischen euch. Ja, aber ich wollte gerade sagen, ich finde es klasse, dass du jetzt in diesen Weg gehst. Ja, es war genau vor einem Jahr, glaube ich, bei uns. Ja, genau, es kommt ungefähr. Super. Ich habe nicht nur geredet, also natürlich habe ich auch viel geredet, aber ich habe auch gemacht. Ich bin jetzt 3-4 Ligen höher, als ich vor einem Jahr war. Und hoffentlich in einem Jahr nochmal so. Körperlich machst du mich weg. Sprinten machst du mich weg. Aber Bruder, alles, was mit Technik zu tun hat, mache ich dich weg. Auf dem Großfeld ist Schnelligkeit. Und dazu stehe ich. Schießen, 1 gegen 1, das Wichtigste. Und da sehe ich... Immer dick, Bruder Gianni. Immer dick. Immer dick. Mein Knie wird immer dick, Bruder. Mich persönlich, meine Meinung. Also nicht böses Blut, wirklich nicht. Überhaupt null, nicht. Aber sehe ich mich 3-mal besser im 1 gegen 1. Ja, bravo. Aber weißt du was? Er verteidigt auch nicht. Dafür ist er nicht. Und da... Sehe ich mich persönlich, meine Meinung, also nicht böses Blut, wirklich nicht. Überhaupt nicht. Sehe ich mich 3-mal besser im 1 gegen 1. Okay. Ja, bravo. Aber weißt du was? Er verteidigt auch nicht. Dafür ist ja die Challenge. Er verteidigt nur, wenn es sein muss und wenn du ihn anschreist. Was sagst du, offensiv? Ja, offensiv. Ich rede von Verteidigung. Offensiv Magie. Magisch. Haben wir einen Deal? Komm her. Sag. Wie gesagt, auf korrekt. Wir müssen gucken, was wir machen, aber. Ja, alles gut. Easy, Bruder. Von mir ist nie. Tschüss, warum sehe ich so groß aus? Hä? Warum sehe ich so wie eine Maschine aus neben ihm? Alter! Ja, offensiv, ich rede von Verteidigung, offensiv Magie, magisch. Haben wir einen Deal? Komm her! Sag. Wie gesagt, auf korrekt. Wir müssen gucken, was wir machen, aber. Ja, alles gut. Easy, Bruder. Von mir ist nie böses Blut, weißt du doch. Ich weiß es doch. Ich schwöre, ich sehe aus wie eine Maschine, oh mein Gott. Oh, hab ich... Ihr seid mal ehrlich? Ich hab dir das schon mal gesagt. Natürlich. Ich nehm nichts zu Herzen. Ich weiß doch. Das ist deine Meinung. Bruder, meine Meinung kann auch falsch sein. Sag's nochmal. Genau. Warum, ist auch falsch. Wer entscheidet, dass meine, Meinung, dass meine Meinung falsch ist, weißt du? Ist auch falsch, aber auch falsch. Ja. Er sagt, er ist noch falsch. Freu mich aber. Ja, ich mich muss auch. Dich leider nochmal platt machen. Oh nee, bitte nicht. Bitte nicht. Dankeschön. Danke, Redi. Ja, also bei mir HSV 21 hat nicht gestimmt. Aber ich spiele seit einem Jahr wieder Fußball. Ich bin 1,84 ungefähr so. Vor sehr lange Futsal gespielt. Und ja. Ümit, ich sag's jetzt nochmal, ob er jetzt gerade hier ist oder nicht. Alles, was mit Technik zu tun hat, mit Vorhersehen, mit Fußball-IQ, wie du den Ball annimmst, den ersten Touch in den Raum oder nicht in den Raum. Wie, Bruder, ich würde ihn im Spiel gucken. Warum? Weil ich ganz genau weiß, wie er auf mich zurennt und wie ich mit dem ersten Kontakt an ihm vorbeigehe. Verstehst du? Ich mache so viel weg mit dem Kopf. Aber wenn wir jetzt geradlinig einfach nur rennen müssen oder auf Ausdauer, ja, natürlich macht er mich weg. Also sage ich das selber. Aber sonst gucke ich ihn. Ich sage euch ganz ehrlich. Da 100%, 100 Millionen, also 100 Millionen Prozent. Ich würde mit ihm um alles machen. Ja, er ist fitter als ich. Das sage ich auch ehrlich. So. Du hast Futsal? Nochmal? Wo hast du Futsal gespielt? Bei HSV Panthers war ich. Bundesliga ist das, glaube ich. Genau, genau. Ist gut. Ja, und auch Nazio gewesen. Deutsche Nationalmannschaft gespielt? Ja. Stark. Bravo. Top. Wichtigste. Und ich bin auch ehrlich. Also ich bin nicht Realitätsfan. Ich weiß ganz genau, wie ich mich einzuschätzen habe. Safe. Dankeschön, Dennis. Ja, war natürlich alles gelogen. Ich bin 18 Jahre alt, komme auch aus Bonn. Ich bin mit Ümit hergefahren. Ja, ich konnte leider meine Qualitäten nicht zeigen. 1 gegen 1, Dribbling, spielerisch einfach ein bisschen zocken, aber ja, ansonsten. Wo spielst du jetzt aktuell? Oberwinter, Bezirksliga ist das. Mein erstes Herrenjahr. Ich war davor Verbandsliga. Und ja. Cool, viel Erfolg. Okay, danke schön. Dankeschön. So. Julian. Ich bin bei Neubrandenburg immer noch. Highlight. Machen wir danach, Miguel. In seiner Karriere war Duisburg. Er war wirklich stark. Sonst hätte er es nicht so erzählt und so. So wie wenn ich erzähle, dass ich bei EM war, um 19 EM. Ja genau, ich bin nicht der Profi. Meine Geschichte ist fast wahr, nur ich bin nicht zu Pauli gewechselt, sondern ich bin in die Oberliga Herren zu TSG Neustrelitz gewechselt. Und da spiele ich aktuell. Übergut, ich schwöre, nicht schlecht. Stark. Ja, nicht schlecht. Alter stimmt? Ja, 17. Stark. Ah. 17 Jahre alt, Neustrelitz, Oberliga, top. Sehr gut. Welche Liga ist Neustrelitz? Oberliga, ne? Ja, ja. Bist du erste Mannschaft? Alter. Gestern 3-0 gewonnen gegen TB. Sogar ambitioniert aufzusteigen, oder nicht? Hast du gespielt? Oder? Nee, ich darf noch nicht spielen, weil ich 17 bin.
Mit 17 Oberliga. Danke. Stark. Dankeschön. Tja, also für die U23 bei Hertha hat es leider nicht gereicht, aber ich habe ein paar Jahre bei Hertha gespielt in der Jugend. Dadurch kenne ich auch Sydney und Bilo, auch von der Pelscher. Wie alt warst du da? Warst du so klein? Du warst 12 oder so? 2000er mit Jessica halt, ne? Marlon auch in der Klasse. Ja, immer sein kleines Baby. Aktuell jetzt in der Verbandsliga in Berlin. Danke dir, Nando. Meine Geschichte war wahr, bis auf, dass ich halt dann nach Türkei gewechselt bin. Ich zock gerade Verbandsliga, da wo ich wohne. Auch gut, Verbandsliga. Schwöre, auch solide. Das war nicht wahr. Also doch nicht Teammate von Gradel. Probetraining war da, aber... Wo? Sie was? Ja. Klaus, so. Aber ja. Jugend, oder? U19. Aber hat dann nicht geklappt wegen... Also doch nicht Euroleague? Schwer. Mann, sympathisch, ich schwöre ihm mit, ja. Bravo, Habibi. Immer weitermachen. Ich wünsche dir nur das Beste. Dankeschön, Bruder. Danke, Ümit, ja. Wer ist noch? So, Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß heute mit dem Video. Gerne all meine Jury-Kollegen abchecken. Und wenn euch das Video gefallen hat, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal abonniert wieder. Abonniert wirklich, okay? Abonnieren ist ein Muss, wirklich. Ciao, ciao. Ciao. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht, ich sag euch ehrlich. Digga, einfach Robitnik hier, Skorpion, ist das geisteskrank. Ist das geisteskrank. 37. 27 Jahre. 75.000 Marktwert. Guckt mal bitte seine Ey, Digga, der hat ja sogar. Hier, Alter. National League South. Der hat ja 36 Mal gespielt. 36 Einsätze. Alter, ist das crazy. 36 Einsätze. Und hier, das ist, glaube ich, die Liga, oder? Privia Liga ist in Nordmazedonien. 5 Einsätze. Er meinte, ja, am Anfang war ein bisschen schwierig. Nicht schlecht, ey. Zehlendorf, TB, Werder, Berliner AK, Elbsfleet. Dann war er wirklich bei Uşakspor. Von da, er hat alles perfekt erzählt. FA Cup? Hat der FA Cup gespielt? Alter, stimmt. Der hat 90 Minuten im FA Cup gespielt. Alter. Der hat auch türkische Pokal gespielt. Der hat schon gute Stationen, wa? Ja, Bruder Berkay, von daher ab jetzt La Eri. Ab jetzt wird wieder hart geschossen von meiner Seite. Ab jetzt wird wieder hart geschossen. Und ich mache mich auch lustig und ich rede auch herablassend. Warum? Weil die Spieler dorthin kommen und denken, sie sind Profis. Nicht herablassend, nur herablassend. Herablassend stimmt nicht mal. Einfach nur über Fußball. Ja, Mann. Es fehlt noch ein Wechsel, wo man sagt, so crazy. Ja, Ümit, komm, wir gucken dich. Ümit Kuzu. Ümit Kuzu. Ahrweiler BC. Bonn, Ahrweiler. Was ist denn das hier? Rheinland-Liga, ein Einsatz, ein Tor. Ist das von dieser Saison? Dann super. Okay. Ahrweiler Top-Verein, Rheinland-Liga, ehrlich? Verbandsliga. Also eine unter Oberliga, ein Spiel, ein Tor, 73 Minuten, top. Super. So, Torwart. Erstmal Julian oder erstmal Torwart? Torwart noch oder erstmal Julian? Bei mir soll ich schauen. Denkst du, Schlommi? Nee, ich glaube, mazedonische erste Liga ist schon so eklig ein bisschen. Haben wir darüber geredet? Ich hab's vergessen. Ja, Mann. Portugiese, fala portugiesch. Ich war auch schon mal in Brasilien gewesen, weil mein Schwager Brasilianer ist. 22 Jahre, Bruder. Ey, Alter, du hast bei 1860... Oha, was hast denn du für eine Karriere? 1860? Und dann hat er einfach in Portugal gespielt, bei Nacional. Crazy. Crazy.
Portugal U19, Nazio. Super. Stark. Aber warum von National zu Fürstenwalde? Diesen Step verstehe ich nicht. Warum diesen Step hier? Ah, Corona hat geknallt. Aber geil, also geile Vereine. 1860, einfach National, Digga. Das ist crazy. National ist crazy. Covid, ah, scheiße. Bruder, nur das Beste für dich. Julian, wie hieß Julian? Weiß jemand den Namen von Julian? Julian würde ich noch gerne schauen. Boah, das ist geisteskrank. Ganze Vorbereitung bei den Profis mitgemacht. Warte mal, warum steht denn hier nicht sein Alter und sowas? Der ist so jung, dass man nicht mal seine Daten hat. Das ist geisteskrank. Okay.